Kennt ihr, ich komme da gar nicht rein. Sortieren. Das liegt daran, dass wir noch einmal ganz kurz auch erklären, was hier passiert. Also, es gibt vorgegebene Sprünge, die habe ich eben schon mal genannt. Wir fangen bei 4 Metern an, steigern dann erstmal jeweils um 10 cm. Bei jeder Höhe ist die Grundregel gilt, die Springerin, die 3 Versuche hintereinander nicht geschafft hat, die scheidet aus dem Wettkampf und wer überbleibt, hat gewonnen. So ist es zumindest meistens. Versuche macht, der ist raus, sonst geht es immer weiter, auch mit den nächsten Höhen. Und deshalb gab es gerade hier noch ein bisschen Gewusel, weil die Anfangssprunghöhen kann natürlich jeder aussuchen. Wir wissen jetzt, wer anfangen wird bei 4 Metern, werden einsteigen Chloe Henry und Stephanie Dauber. Das sind die beiden, die jetzt bei 4 Meter den Wettkampf eröffnen werden. So, also, jetzt steht die Premiere bevor. Es geht los und jetzt gilt es natürlich auch für Sie, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, die Unterstützung für unsere erste Springerin. Die kommt aus Belgien, Chloe Henry. Sie macht den Auftakt hier beim Festlandspringen bei 4 Metern und dem ersten Versuch. Also, wenn sowas in die ganze Welt geht, dann ist es natürlich immer eine genaue Punktlandung, die getroffen werden muss. Unser Livestream beginnt
jetzt. Und deshalb können wir auch jetzt anfangen mit dem Stab hochspringen, damit die ganze Welt auch zuschauen kann und keinen Versuch verpasst im Internet. Du bist soweit? Okay. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zum ersten Festungsspringen 2019. Hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Das ist der Blick von oben runter zum deutschen Eck, da wo Rhein und Mosel hier in Koblenz zusammenfließen. Wir sind hier oben 118 Meter über dem Rhein und der ein oder andere oder die ein oder andere, die legen hier heute Abend noch ein paar Meter drauf, Stab hochspringen. Darum geht's hier heute Abend und wir haben namhafte Athleten hier. Die schauen wir uns später natürlich noch ganz in Ruhe an. Und das ist sie, die Anlage des heutigen Tages in der Festung Ehrenbreitstein. Und damit gehen wir direkt rein in den ersten Versuch. Chloé Ory aus Belgien ist die Erste. Sie eröffnet hier den Wettbewerb am heutigen Tag. So, Sie sehen es und hören es vielleicht ein bisschen, die Stimmung hier vor Ort an der Festung Ehrenbreitstein ist gut. Man hat ja einen fantastischen Ausblick von hier auf die Stadt Koblenz und den Zusammenfluss aus Rhein und Mosel. Hier ist die zweitgrößte erhaltene Festung in Europa. Wollen wir später noch genauer darauf eingehen, aber jetzt schauen wir natürlich erstmal auf den ersten Versuch von Chloé Ory und sehen, dass das hier noch nicht klappt bei einer Höhe von 4 Meter, der erste Fehlversuch. Also nicht der Auftakt nach Maß, den wir uns hier gewünscht haben. Wäre natürlich was gewesen, wenn wir hier direkt mit einem gültigen Versuch einsteigen. Schauen wir auf die Wiederholung. Ja, also das hat noch nicht funktioniert. Ja, Chloé Ory, mehrfache belgische Meisterin 2012, 14 und 15. Auch in der Halle hat sie insgesamt schon 4 Titel sich sichern können. Und hier heute Abend in Koblenz soll es auch in luftige Höhen gehen. Zuletzt ging es bei ihr in dieser Saison auf 4,20 Meter. Die sollten schon drin sein. Weiter geht's mit Stefanie Dauber. Deutsche Vizemeisterin geworden in Berlin mit 4,46 Meter. Da ist sie persönliche Bestleistung gesprungen. Einstiegshöhe jetzt hier 4 Meter. Ja, ohne Probleme. Und damit haben wir hier den ersten gültigen Versuch des heutigen Abends von Stefanie Daubner, der deutschen Vizemeisterin. So, jetzt geht's schon mit Chloé Henry weiter aus Belgien, denn die anderen, die starten erst später, lassen diese Höhe von 4 Meter noch aus. Das heißt, die belgische Meisterin, die muss jetzt in den zweiten Versuch, ist ja auch die belgische Hallen- und Outdoor-Rekordhalterin, hat diesen Rekord mehrfach selbst gesteigert. Ja, und jetzt will sie hier im zweiten drüber über die 4 Meter. Also die Stimmung hier oben, ich weiß nicht, ob Sie es zu Hause hören, die ist gut. Daran kann es nicht liegen. Ja, zweiter Versuch hat funktioniert. 4 Meter im zweiten Versuch für Chloé Henry aus Belgien. Und damit bleibt das Feld komplett. 7 Stabhochspringerinnen, die jetzt dann gleich bei der nächsten Höhe von 4,10 Meter sind. Dauert also einen kleinen Augenblick. Die Latte wandert eine Etage nach oben. Ja, für diejenigen, die sich fragen, wie läuft es heute Abend genau ab, die wissen, dass die Quali für die Weltmeisterschaften in Doha bei 4,56 Meter liegt.
Wir haben bei 4 Meter angefangen, steigern uns zunächst in 10 Zentimeter Schritten und später dann in 6 Zentimeter Schritten. Das heißt, wir gehen bis 4,50 Meter. Ab dann, um eben genau diese Qualifikationshöhe zu erreichen, in 6 Zentimeter Schritten auf 4,56 Meter. Das ist die Quali für Doha. Und dann 4,62 Meter, 4,67 Meter und so weiter. Wie gesagt, dann immer in 6er Schritten. So, jetzt ist sie dann gleich auch direkt wieder dran. Chloe Henry aus Belgien. Die hat diesen Sommer schon richtig viele Wettkämpfe gemacht, mitunter sogar die meisten in diesem Starterfeld, nämlich schon mehr als 10. Als Hobby gibt sie an, dass sie so eine richtige Momente-Einfängerin ist, also total gerne Fotos macht. Sie hat schon mehr als 40 Länder bereist, also schon einiges gesehen. Und auch hier oben eben hat sie natürlich schon das Handy gezückt und das ein oder andere Foto gemacht. Und dann beginnt sie gleich wieder bei 4,10 Meter. So, jetzt haben wir gleich den ersten Versuch über 4,10 Meter von Chloe Henry aus Belgien. Sie steht bereit. Und jetzt macht auch das Publikum hier vor Ort mit und unterstützt die Belgierin. Nein, auch hier funktioniert das Ganze noch nicht im ersten Versuch. Auch hier muss ich nochmal ran bei 4,10 Meter. Aber Chloe Henry, die kann kämpfen, hat schon mehrfach bei verschiedenen Versionen der Fernsehsendung Ninja Warrior teilgenommen. Zuletzt in Frankreich, aber auch in Großbritannien und auch in der Schweiz. In Frankreich war sie zum Beispiel die einzigst verbliebene Frau, hat das Halbfinale erreicht. Also die kann kämpfen, die kann sich durchbeißen. Da ist mit einem Fehlversuch, dem ersten bei 4,10 Meter, jetzt noch nichts verloren. Zwei Versuche bleiben ihr ja noch. Wir sehen das hier auch grafisch unterlegt. Das X, der Fehlversuch, der Kreis, falls Sie neu dabei sind, falls Sie Lust bekommen haben, weil durch die Lokalpresse hier heute Abend dabei zu sein, heißt, dass die Höhe übersprungen wurde. Jetzt Katharina Bauer, die ihren Wettkampf eröffnet. Die Team-Europameisterin von 2014, hier ihre Einstiegshöhe 4,10 Meter. Sie sehen es, die 4 Meter hat sie ausgelassen. Das ist der Viertelgeviertstrich. Nein, auch das klappt nicht im ersten Versuch bei Katharina Bauer. Zuletzt gab es für Katharina Bauer Rang 14 bei der Hallen-EM in Glasgow. Und wir haben eben schon mit ihr gesprochen. Wenn wir es schaffen, dann kommt sie später auf jeden Fall gerne zu uns hier mit zum Livestream dazu. Denn Sie wissen es vielleicht zu Hause, wenn Sie fachkundiger Leichtathletik-Zuschauer sind, Katharina Bauer, die einzige Stabhochspringerin weltweit mit einem eingebauten Defibrillator. Also hat eine lebensverändernde Operation hinter sich. Sollte sich damit vor einem plötzlichen Herztod schützen, litt nämlich an oder leidet an Extremschlägen, deswegen jetzt den eingebauten Defibrillator. Und das große Ziel ist natürlich trotzdem Olympia 2020, also nach Tokio soll es gehen.
Und damit das klappt, muss sie sich auch noch ein bisschen steigern. In diesem sowie im nächsten Jahr ihre persönliche Bestleistung bei 4,65. Das würde allemal reichen, aber in diesem Jahr bislang nur in Anführungsstrichen 4,21 Meter. Und jetzt haben wir die Polin, Kamila Ciballa. Ja, Kamila Ciballa hier im ersten Versuch ohne Probleme über die 4,10 Meter. Schauen wir uns noch mal eine Slow Motion an. Ja, und da sehen Sie es, da ist noch richtig viel Luft bei der Polin. Polnische Hallenmeisterin 2017 gewesen. Und damit jetzt auch erstmal an der Spitze des Feldes. Nächste Springerin, Stefanie Dauber vom SSV Ulm 1846. Die will jetzt natürlich auch drüber, über die 4,10 Meter. Am liebsten natürlich auch gleich im ersten Versuch, die deutsche Vizemeisterin. Ja. Also jetzt nimmt der Wettbewerb hier Fahrt auf. Ja, die Stimmung ist gut. Sie sehen es auch im Gesicht von Stefanie Dauber, der Ulmerin. Ganz, ja, mehr oder weniger sauber hier über die 4,10 Meter. Da hat sie die Latte, glaube ich, ganz leicht touchiert, aber eben tatsächlich nur marginal. Also nicht weiter tragisch. Ja, da gibt es natürlich auch direkt die Videoanalyse. Da schaut man sich das Ganze nochmal an. Was kann man besser machen? Wie muss man den Anlauf verändern? Vielleicht auch den Abstand? Der Steg, der hier aufgebaut wurde, während wir den zweiten Versuch von Chloe Henry sehen, ist übrigens 47,30 Meter lang, 1,25 Meter breit und daneben geht es dann tatsächlich einen knappen halben Meter nach unten. 44 Zentimeter ist er nämlich hoch vorne. Also rechts oder links daneben, nein, nein, das ist nicht ebenerdig. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren im Anlauf. Hier sieht man das ganz gut. Chloe Henry. Nee. Auch nicht im zweiten Versuch über die 4,10 Meter. Die belgische Hallen- und Outdoor-Rekordhalterin muss hier ein bisschen zittern, aber ich habe es ja schon gesagt, das kann sie eigentlich. Sie hat mal gesagt, sie hätte sich beigebracht, in Stresssituationen trotzdem ihre Kräfte zu bündeln. Das jetzt gleich, der dritte Versuch, das ist möglicherweise eine eben dieser angesprochenen kleinen Stresssituationen, dass sie da drüber kommt, dass sie hier im Rennen bleibt und sich nicht als Erste aus dem ersten Festungsspringen 2019 in Koblenz verabschiedet. In den zweiten Versuch muss auch, Sie sehen es hier, Katharina Bauer, die Dame vom TSV Bayern 04 Leverkusen, 4,10 Meter liegen auf. Wähle hier die Unterstützung des Publikums auf der Festung Ehrenbreitstein. Ja, nein, 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 nein. Das sah eigentlich schon ganz gut aus, aber dann ist die Latte doch gefallen. So, wollen wir uns das Ganze nochmal in der Wiederholung anschauen. Ja, also die Höhe hat sie, aber dann knallt sie mit dem Oberschenkel von oben auf die Latte drauf. Das hätte auch anders ausgehen können. Da hätte sie eigentlich drüber kommen können, die Leverkusenerin. Spricht hier jetzt nochmal kurz mit ihrem Trainer, mit Leger Klima.
Auch bei ihr geht ja gerade durch die Vorgeschichte, die ich eben angesprochen habe, mit der lebensverändernden Operation, dass sie bewiesen hat, dass sie immer an sich glaubt. Ärzte hielten weitere Starts nach diesem Eingriff ja für undenkbar, aber ja, da haben sie die Rechnung ohne Katharina Bauer gemacht. Die sagt, nee, ich bin weiter dabei und ich habe meine Chance auch. Und das will ich allen auch beweisen. So, jetzt gilt's dann wieder, oder zum ersten Mal so richtig am heutigen Tag. Dritter Versuch für Chloe Henry aus Belgien. Ist ja die erste belgische Stabhochspringerin, die sich für die Europameisterschaften qualifiziert hatte. Und jetzt gilt's. Bekommt hier die volle Unterstützung des Ehrenbreitsteiner Publikums. Geboren ist die Belgierin übrigens in Texas, in den USA, lebte dort auch bis sie 8 Jahre alt war. Und angefangen hat sie mit dem Kunstturnen. Zur Leichtathletik, zum Stabhochsprung kam sie erst später, nach 2008 nämlich. Nee, das war leider nichts. Da verabschiedet sie sich schon, Chloe Henry, die Belgierin, wird hier siebtplatzierte, 3 ungültige bei 4,10 Meter. 4 Meter hat sie im zweiten Versuch übersprungen. Hier sehen wir das nochmal. Und ja, wie gesagt, sie kam erst über das Kunstturnen zur Leichtathletik. Eigentlich hatte sie angepeilt, tatsächlich als Kunstturnerin zu Olympischen Spielen zu fahren. Allerdings verletzte sie sich dann am Ellenbogen, deswegen kein Olympia 2008. Und deswegen dann der Fokus auf den Stabhochsprung. Und 5 Monate nach ihrem ersten Start überhaupt im Stabhochspringen hat sie dann auch gleich Bronze bei den belgischen Meisterschaften geholt. Also, wenn man so will, ein Naturtalent. So, jetzt gilt's aber für Katharina Bauer, auch bei ihr. Daumen drücken, es ist der letzte Versuch. Und anders als bei Chloe Henry hat sie noch keinen gültigen Versuch. Das heißt, kommt sie nicht drüber, dann wäre das hier ein Salto Nullo. Das wollen wir nicht, deswegen auch zu Hause die Daumen drücken für Katharina Bauer vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Ja, es geht doch. Katharina Bauer im dritten Versuch über die 4,10 Meter. Sie bleibt dabei. Ja, zuletzt bei den deutschen Meisterschaften in Berlin vor knapp 2 Wochen waren es 4,11 Meter und Rang 6. Davor in Jokrim beim Stabhochsprung-Meeting 4,21 Meter. Also das sollte heute auch schon drin sein. Die nächste Höhe ja dann gleich 4,20 Meter. Mal schauen, ob sie das dann auch wieder hinkriegt. Und dann kann sie sich vielleicht schon hier bei uns in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein ein bisschen ranknabbern an ihre Bestleistung aus dem Jahr 2015. Da waren es dann 4,65 Meter von Anfang August. Wie gesagt, auch in Glasgow war sie ja unterwegs. Rang 14 gab es bei der Hallen-EM. Und auch sie war ähnlich wie Chloe Henry zunächst mal Kunstturnerin. Also über das Kunstturnen, dann zur Leichtathletik, präzise zum Stabhochsprung gekommen, so kann es gehen. Und dann gezeigt, dass man da einiges drauf hat. Ist ja auch deutsche Hallenmeisterin aus dem Jahr 2018, 2x Silber in der Halle geholt, 2015, 2019. Also die hat schon eine ganz beachtliche Sammlung an Medaillen und an guten Leistungen zu Hause. Aber jetzt muss sie sich erstmal Richtung Tokio 2020 doch zurückkämpfen. Die 4,56, die geforderte Norm, die springen sich nicht einfach mal eben so. Aber wir sind ja alle optimistisch, dass sich das vielleicht noch ausgeht. Neue Höhe, Sie sehen es eingeblendet, gleich 4,20 Meter. Ja, und wer sich zu Hause fragt, wann sehen wir denn beispielsweise Lisa Rüschig oder Michaela Meyer aus Schweden oder eben Alicia Newman, die siebte der Weltmeisterschaften, das dauert noch einen kleinen Moment. Da haben wir sie im Bild links, Lisa Rüschig vom ABC Ludwigshafen. Die beginnen hier erst bei 4,40 Meter. Also, auf die freuen wir uns später. Und jetzt sind wir wieder
zurück bei Katharina Bauer, die jetzt gleich schon wieder ran muss, die vorliegen darf oder muss, ganz wie man das sehen möchte, 4,20 Meter, der erste Versuch für die Leverkusenerin. Ja, jetzt ist sie drin. Jetzt ist sie drin, gleich im ersten Versuch über die 4,20 Meter. Da freut sie sich, ja, und das sehen wir. Und jetzt ist sie dabei im Wettkampf. Nächste Höhe dann gleich für sie, 4,30 Meter. Aber da wollen ja jetzt erstmal noch die Polin, Camille Schiebler und Stefanie Dauber drüber. Ja, das war doch ein schöner Sprung von Katharina Bauer. Ja, da gibt es die Faust von Trainer Leszek Klima. Kurze Analyse. Und jetzt die Polin Camille Schibia. Eben, 4,10 Meter gleich im ersten. Die Frage, klappt das auch jetzt bei 4,20 Meter? Ja, das klappt. Wunderbar. Reißt sie den Arme nach oben, die Polin. Zuletzt gab es für sie den vierten Platz bei den Junioren-Europameisterschaften 2017 in Bükdosz in Polen. Mit persönlicher Bestleistung 4,40 Meter ist sie da gesprungen. Und eben in dieser Stadt in Bükdosz, da studiert sie ja auch an der Wirtschaftsuni. Also quasi ein Heimspiel für Camilla gewesen. Und jetzt Stefanie Dauber. Erster Versuch, 4,20 Meter. Ja, und auch Stefanie Dauber ist so eine, die bestreitet immer wahnsinnig viele Wettkämpfe, auch in diesem Sommer. Sind schon derer über 10 im Stabhochsprung. Sie hat auch bei den deutschen Meisterschaften im Olympiastadion in Berlin die meisten Sprünge absolviert. 11 nämlich an der Zahl. Ist damit ja dann Zweite geworden am Ende mit 4,46. Und auch hier geht's gleich im ersten Versuch über die 4,20 Meter. Stefanie Dauber. Also sie bleibt hier ohne Fehlversuch. Bislang 3 Höhen hat sie gleich im ersten Versuch überspringen können. Und da sieht man, da ist, was die Höhe angeht, noch richtig viel Platz. Da muss sie aufpassen, dass sie von hinten nicht zu nah an die Latte rankommt, wenn sie denn dann fällt. Aber jetzt hier hat der Wettkampf Fahrt aufgenommen. Alle drei, die wir gerade gesehen haben, im ersten Versuch über die 4,20 Meter drüber. Und das heißt, es geht eine Etage nach oben. Die nächste Sprunghöhe dann gleich 4,30 Meter. Und dann sehen wir nochmal dieses Trio, bevor dann bei der nächsten Höhe die weiteren drei Damen nahmen. 19.30 Uhr dann irgendwann. Der Weltmeister und amerikanische Rekordhalter hat diesen amerikanischen Rekord ja gerade erst gesprungen, 6,06 Meter. Und wenn es dann hier, spinnen wir mal rum, später auf 6,07 Meter gehen sollte, dann soll das natürlich auch ein anerkannter Rekord werden. Aber die Unterstützung des Publikums hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein, fantastischer Ausblick, ich habe es schon gesagt, wollen wir später noch genauer darauf eingehen. Wer die Region, wer die Festung nicht kennt, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ah nein, da ärgert sie sich. Erster Fehlversuch, Katharina Bauer bei 4,30 Meter. Zwei bleiben ihr noch. Schauen wir auch hier auf die Slow Motion. Ja, da ist sie schon in der Steigephase mit dem Oberschenkel gegen die Latte gekommen.
Der grobe Ablauf der Bewegungsphasen kann man, glaube ich, sagen, das ist natürlich der Anlauf, die Einstich-Absprungphase, das Eindringen, das Aufrollen, dann natürlich die Lattenüberquerung und die Landung. Und da muss wirklich richtig viel zusammenpassen. Also Stabhochsprung, das gilt als die komplexeste Disziplin in der Leichtathletik. Da muss man schon einiges drauf haben. Deswegen ist das hier umso spektakulärer, dass wir uns das hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz gönnen können. Ja, und für die Polin jetzt, die hier bereitsteht, Camilla Cibier, liegt jetzt Saisonbestleistung auf. 4,30 Meter. Höher war es in diesem Jahr noch nicht. Die ist sie in Mössingen gesprungen am 20. Juli beim Jump and Fly. Mal gucken, ob jetzt auch Koblenz bei ihr dann in den Listen Einzug erhält. Dafür muss sie aber jetzt erstmal drüber. Nee, nicht im ersten Versuch. Also sie und Katharina Bauer hier im Gleichschritt. Und Stefanie Dauber, die kann jetzt dann als erste gleich drüber. Drei gültige hat sie ja schon über die Höhen von 4 Meter, 4,10 Meter und 4,20 Meter. Vielleicht klappt es auch jetzt bei 4,30 Meter direkt im ersten Versuch. Schauen wir mal. In diesem Jahr 4,36 Meter ihre Saisonbestleistung in Hoyzenzolder gesprungen. Beziehungsweise das war sie, bevor sie dann in Berlin antrat. Bei den deutschen Meisterschaften ging es ja nochmal 10 cm höher auf 4,46 zur Silbermedaille. Also das sollte machbar sein. Mal schauen, ob es im ersten klappt für Stefanie Dauber vom SSV Ulm 18,46. Ja, und da jubelt das Publikum hier vollkommen zu Recht. Stefanie Dauber, weiter ohne Fehl und Tadel, ihr vierter Sprung am heutigen Abend, der vierte gültige. Oder am späten Nachmittag, ganz wie Sie zu Hause möchten, 17.27 Uhr. Aber wir haben hier noch ein spektakuläres Programm vor uns. So, die Anlage ist wieder frei. Es geht in die zweite Runde. Katharina Bauer mit ihrem zweiten Versuch über 4,30 Meter. Das wäre dann schon neue Saisonbestleistung. Ja, da merkt sie früh, dass das bei diesem Sprung nicht funktioniert. Ja, sicher nochmal das ein oder andere Wort. Wird da jetzt gewechselt mit Trainer Leszek Klima. Damit es jetzt im dritten vielleicht doch über die 4,30 Meter geht. Aber jetzt erstmal die Polin, Camilla Cibier. Auch für sie die Chance, die Saisonbestleistung jetzt einzustellen. 4,30 Meter der zweite Versuch.
Nein. Auch hier klappt das nicht. Wir sehen die beiden nochmal. Jetzt dann gleich im dritten Versuch über 4,30 Meter. Auch die polnische Hallenmeisterin von 2017 muss hier zittern. Ist auch schon seit einigen Jahren dabei, 2013 bei der Jugend-WM am Start gewesen, da mit 4,05 Meter gab es Rang 7, 2015 dann in Eskilstuna 4,20 Meter, Rang 3 bei den Junioren-Europameisterschaften und 2017 dann Rang 4 im polnischen Bydgoszcz mit 4,40 Meter, wie gesagt. Also auch sie international schon mit dem ein oder anderen Erfolg, gerade auch was die Jugend- und die Juniorenzeit angeht. Bei der Junioren-EM 2017 hatte sie ein bisschen Pech, denn sie hatte mehr Fehlversuche als die höhengleiche Lucy Pryne aus Großbritannien, deswegen Rang 4 für sie. Aber jetzt gilt es zu Hause wieder Daumen drücken für Katharina Bauer vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Sie muss jetzt rüber über die 4,30 Meter, sonst war es das an dieser Stelle für sie. ...2012 war sie die beste deutsche Juniorin mit 4,42 Meter. Und die wird sie natürlich auch heute nehmen, wenn sie gleich bei 4,40 noch springen könnte. Aber dann muss sie da jetzt erstmal drüber. Ja, und das klappt wunderbar. Und da freut sie sich richtig. Das sehen Sie zu Hause. Katharina Bauer, da ist sie. Saisonbestleistung. 4,30 Meter geht die Sonnenbrille hoch und man schaut in ein strahlendes Gesicht. Also schauen wir mal, dass wir jetzt auch die Emotionen in der Slow Motion noch mal hinten raus sehen können. Ja, touchiert die Latte da leicht, aber sie hat Glück, sie bleibt liegen. Und dann, ja, da der Freudenschrei, sie weiß es genau, Saisonbestleistung für dieses Jahr, für 2019. Die 4,21, die da zuvor standen, die sind in diesem Moment Geschichte. Ja, ich kann mir vorstellen, da gab es jetzt auch das ein oder andere Lob, aber natürlich wird da direkt schon wieder geguckt, was kann man jetzt noch verbessern, dass auch der nächste Höhe noch drin ist. Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal jetzt Camille Chiblia, dritter Versuch. Sie steht schon bereit und auch hier wäre es zumindest eine Einstellung der Saisonbestleistung. Persönliche Bestleistung der Polin, 4,40 Meter, das wäre die nächste Höhe. Aber jetzt muss sie erstmal über 4,30 Meter. Nein, das hat leider nicht geklappt. Die Polin verabschiedet sich an dieser Stelle mit Rang 6, Camille Chiblia. ...4,20 Meter bleiben bei ihr stehen. Damit verabschiedet sie sich hier vom Festungsspringen aus Koblenz. Ja, und da ärgert sie sich ein bisschen, da ist ja auch die Enttäuschung so ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Und jetzt die nächste Sprunghöhe, 4,40 Meter und wir haben es eben angekündigt, da steigen dann auch die restlichen Springerinnen ein. Aber zunächst, so heißt es richtig, nutzen wir die Chance. Schauen noch mal auf unseren Austragungsort für diejenigen, die es nicht wissen, die uns von sonst wo zuschauen. Koblenz, eine Stadt, eine kreisfreie Stadt im nördlichen Rheinland-Pfalz mit ja, knapp 110.000 Einwohnern, ein bisschen mehr. Der ein oder andere kennt Koblenz von der Bundeskartenschau aus dem Jahr 2011. Und das Ganze in Koblenz wäre nicht möglich ohne die Sponsoren, die Sie hier gerade eingeblendet sehen. Das Fairhaus, Team Neuster. Oder auch Lotto Rheinland-Pfalz und der IKK Südwest. Das Ganze natürlich auch hier veranstaltet vom Leichtathletikverband Rheinland. Also ganz klar, Koblenz verbindet. Auch das Fairhaus hat uns unterstützt. Da fand gestern die Pressekonferenz statt. Und ja, hier oben hat man sozusagen Kulturgenuss mit Weitblick. 118 Meter über dem Rhein sind wir, haben einen fantastischen Ausblick.
In der heutigen Gestalt wurde die Festung Ehrenbreitstein hier oben so gegen 1817 bis 1828 erbaut. Der Ursprung geht allerdings schon weiter zurück, bis ins Jahr 1000. Der Konradiner Ehrenbert hat sie um eben das Jahr 1000 nach Christus erbauen lassen. Und deswegen hieß diese Festung hier oben auch zunächst mal Ehrenbertstein und gar nicht Ehrenbreitstein. Den Namen hat sie dann erst im Laufe der Zeit bekommen. Und dann ist über die Jahrhunderte tatsächlich viel passiert. Im 11. Jahrhundert ging sie in den Besitz des Trierer Erzbischofs Poppe über. Der hat die Anlage dann vergrößert. Im Jahrhundert drauf wurde die Burg hier oben um die Burg Helfenstein bereichert. Da hat sich dann der spätere Graf niedergelassen. Und im 15. Jahrhundert war es Erzbischof Richard von Greifenglau, der hier für einen weiteren Ausbau gesorgt hat und das Ganze dahingehend gesichert hat, dass man auch gegen Artillerie bestehen konnte. Noch heute, für diejenigen, die jetzt schon mal hier gewesen sind oder überlegen, mal vorbeizuschauen, gibt es hier ein tolles Angebot mit vielfältigen Ausstellungen, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Es gibt auch noch den Vogelgreif. Der Vogelgreif, das ist die größte Kanone Europas zu ihrer Zeit gewesen. Die steht hier noch aus, kann man sich anschauen. Und damit einher geht natürlich auch das Landesmuseum Koblenz mit wirklich vielfältigen Ausstellungen zum Beispiel Technik neben den Festungen in Gibraltar, Paris oder auch Köln. Eine der bedeutendsten Festungen Europas gewesen. Und da findet heute eben dieses erste Festungsspringen statt, das zumindest für Katharina Bauer sich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon mal gelohnt hat, hier mit einer neuen Saisonbestleistung von 4,30 Meter. Und ich bin mir sicher, dass die anderen das genau beobachtet haben und merken, ja, hier geht heute was in Koblenz. Zum einen mit starkem Publikum, zum anderen mit einer guten mobilen Anlage und natürlich auch bei besten äußerlichen Bedingungen. Wie gesagt, der Steg, über den hier angelaufen wird, eine mobile Anlage, die kann überall auf- und abgebaut werden, ist 47,30 Meter lang, 1,25 Meter breit. Man muss also tatsächlich konzentriert anlaufen und ja, rechts und links geht's runter, 44 Zentimeter nämlich, zumindest vorne am Steg. Man muss natürlich hier die Unebenheiten auf dem Platz auch ausgleichen, dass alles gerade ist. Und jetzt starten wir gleich wieder rein. 4,40 Meter. Die Saisonbestleistung bei Katharina Bauer, die steht schon. 4,30 Meter hat sie eben im dritten Versuch überquert. Aber das soll es ja noch nicht gewesen sein, das ist ja klar. Und jetzt kann sie direkt einen draufsetzen. Erster Versuch, 4,40 Meter. So, das ist der erste Versuch von Katharina Bauer und das hat leider noch nicht geklappt, aber das kennt sie ja jetzt schon von den 4,10 Meter und von den 4,30. Die 4,20, die haben gleich im ersten Versuch geklappt, also das wird sie jetzt an dieser Stelle sicher nicht aus der Ruhe bringen. Ja, und das hier, das war deutlich, das haben sie zu Hause gesehen, da hat es an Höhe gefehlt. So, jetzt Stefanie Dauber und Sie sehen es, bislang nach wie vor ohne Fehl und Tadel. Die kann einige Sprünge wegstecken, jetzt ihr erster über 4,40. Ihre Bestleistung. Damit sind wir bei der vollen Konzentration jetzt für
Der zweite Versuch. Alicia Newman aus Kanada, gestern bei der Pressekonferenz bester Laune. Sie war optimistisch, freute sich auf die guten Bedingungen, die hier schon angekündigt waren, auch vom Wetterbericht und natürlich auf das Ambiente hier oben. Jetzt ist die Anlage freigegeben, da sehen Sie es, die weiße Fahne. Und das heißt, jetzt der zweite Versuch für Alicia Newman. Ja, und auch hier ähnlich wie bei Michaela Mayer ist richtig viel Luft gewesen. Schauen wir uns nochmal im Replay an. Also auch hier einer zum Warmwerden. Ja, leicht touchiert dann doch. Aber dann im zweiten drüber über die 4,40 Meter. Und jetzt haben wir dann gleich die Ludwigshafenerin nochmal, Lisa Rüschig. Ja, die hier natürlich nicht an die Hallen-WM erinnern will mit ihrem Salto Nullo bei 4,50 Meter damals. Jetzt hier 4,40 Meter, ein Versuch bleibt ja noch. Also auch hier gilt zu Hause die Daumen drückend für Lisa Rüschig, die deutsche Meisterin. Insgesamt hat sie ja schon 7 deutsche Meistertitel geholt. 3 draußen, 4 in der Halle. Aber zunächst gehen wir wieder zur Leverkusenerin, denn auch sie muss ja in den zweiten Versuch, Katharina Bauer. Und jetzt geht's los, die Anlage ist freigegeben, die Bauer hier ans Mikrofon bekommen. Sie ist ja auch als Speakerin unterwegs, berichtet von ihren Eingriffen, von der mentalen Stärke, wie man sich da einstellen muss, dass man eben sich selbst sagt, ja, das geht immer weiter, man muss an sich glauben, egal was einem da passiert. Man muss aus solchen Situationen das Beste machen. Und deswegen versuchen wir das gleich mal, dass wir Katharina Bauer hier auch ans Mikrofon bekommen. Aber jetzt zittern wir erstmal mit der deutschen Meisterin, mit Lisa Rüschig, der deutschen Meisterin. Auch bei ihr ist es der dritte Versuch. Und jetzt geht's. Nee, das darf ja nicht wahr sein. Ein Salto Nullo von Lisa Rüschig bei 4,40 Meter. Das war offenkundig heute nicht ihr Tag bei uns in Koblenz. Auf der Festung Ehrenbreitstein. Lisa Rüschig verabschiedet sich ohne gültigen Versuch. Ja, wie gesagt, wir fühlen uns so ein bisschen zurückversetzt an die Hallen-WM. Auch da ein Salto Nullo bei Lisa Rüschig, da allerdings bei 4,50 Meter. Die 4,35 hat sie ausgelassen und auch hier hat sie ja 4 Höhen ausgelassen, die von 4 Meter bis 4,30 Meter und die 4,40. Damit sollte es dann eben nicht sein. Das heißt, drei Springerinnen bleiben dabei. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe von den Kollegen aus der Regie, dann lässt Michaela Mayer die nächste Höhe aus. Das heißt, die sehen wir erst bei der Norm wieder, bei 4,56 Meter. Das ist die übernächste Höhe. Zunächst ja gleich jetzt erstmal die 4,50 Meter. Das ist die letzte Höhe, die hier im 10-Zentimeter-Schritt erreicht wird. Danach
haben wir 6 cm Abstände. Da sehen Sie es eingeblendet, das ist die neue Höhe, 4,50 Meter. Und 3 sind übrig geblieben. So, jetzt geht's weiter mit 4,50 Meter. Das heißt, hier für Stefanie Dauber liegt hier eine neue persönliche Bestleistung auf. Die alte oder die aktuelle, besser gesagt, die 4,46, die hat sie bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin anbieten können. Und jetzt gilt's für Stefanie Dauber hier über die 4,50 Meter. Schafft sie die neue persönliche Bestleistung? Die Frage stellen wir uns jetzt. Erster Versuch der 32-Jährigen jetzt über diese Höhe. 6 Sprünge hat sie heute schon gemacht. Nur Katharina Bauer hat mehr, 10 nämlich. Und jetzt ihr erster Versuch. Nein. Und da sehen Sie es, Michaela Meyer, die lässt aus. Die wäre nämlich jetzt eigentlich an der Reihe. Deswegen steht Alicia Newman schon bereit. Sie springt die 4,50 Meter. Die Anlage ist aber, Sie sehen es an der roten Fahne, noch nicht freigegeben. Das heißt, es dauert hier noch einen kleinen Augenblick. So, jetzt wird die Anlage freigegeben, da die weiße Fahne noch kurz im Bild zu sehen. Und Alicia Newman, ihr erster Versuch, 4,50 Meter. Ah, nein. Nicht im ersten Versuch, es ist ähnlich wie eben bei 4,40 Meter. Auch da hat sie den zweiten gebraucht. Das heißt, hier bei dieser Sprunghöhe von 4,50 Meter sehen wir die beiden, namentlich Stefanie Dauber und Alicia Newman, auch noch ein zweites Mal. Eben beide die 4,40 Meter im zweiten Versuch und vielleicht klappt das ja jetzt auch. Also die beiden jetzt hier alleine unterwegs, bevor sich bei der nächsten Höhe dann Michaela Meyer wieder dazu gesellt. Und wir sind bei Stefanie Dauber.
So, wir sind zurück bei Stefanie Dauber. 4,50 Meter. Die persönliche Bestleistung ist zum Greifen nahe. Für die Athletin vom SSV Ulm 1846. Ist ja auch im Verwaltungsmanagement und in der Verwaltung des SSV Ulm tätig. Also nicht nur aus sportlicher Hinsicht für ihren Verein unterwegs, wenn sie selbst am Start ist. Und jetzt Daumen drücken. Zweiter Versuch. Stefanie Dauber. Nein. Nicht dieses Mal. Anders als eben bei 4,40 Meter muss sie hier auf den dritten Versuch hoffen. Aber immerhin, der bleibt ihr ja noch. Elisha Newman, die will es jetzt besser machen im zweiten Versuch über die 4,50 Meter. Die mehrfache kanadische Meisterin. Ja, auch hier Stefanie Dauber, die bespricht sich wieder mit ihrem Trainer aus Ulm. Schauen sich das, ich schätze mal, auch auf dem iPad nochmal genau an. Was war da jetzt nicht so ganz optimal? Woran hat es gelegen? Und dann gleich hoffentlich im dritten. Aber jetzt Elisha Newman, die siebte der Weltmeisterschaften. Momentan auch mit 4,77 Meter auf Rang 7 in der Weltrangliste. So, die Anlage ist freigegeben. Der zweite von Elisha Newman. 4,77 Meter ist ihre persönliche Bestleistung. Das hier sind 4,50 Meter. Ah, und die überquert sie auch jetzt im zweiten Versuch nicht. Aber eigentlich, das wird auch hier wieder deutlich, die Höhe, die hat sie eigentlich. Schauen wir in der Wiederholung nochmal genau hin. Ja, also die Höhe ist da, aber dann beim Runterkommen ist sie zu nah an der Latte, die dann nicht auf den Auflegern liegen bleibt. Verspricht sich auch hier mit ihrem Trainer. Dark Wood ist es, glaube ich. Wird ja von zwei Herren trainiert. Dark Wood und Zdeněk Krikorka. Wenn man das so ausspricht. Da kann man sich bei Namen ja auch schnell mal vertun. Ja, und jetzt wird es wieder ernst. Beim Festungsspringen 2019. Stefanie Dauber, die muss jetzt zum ersten Mal in ihren dritten Versuch. Alle anderen hat sie gleich im ersten oder spätestens im zweiten Versuch übersprungen. Und jetzt könnten wir hier mit einer neuen persönlichen Bestleistung von Stefanie Dauber nochmal so richtig in Ausrufezeichen setzen. Stefanie Dauber bekommt jetzt hier die volle Unterstützung natürlich vom Publikum vor der Festung Ehrenbreitstein. Ja, da klatschen noch nicht alle mit, aber ich glaube, das wird sich gleich einstellen, wenn sie denn dann tatsächlich drüber kommen sollte. So, Stefanie Dauber, dritter Versuch. Schafft sie's? Ah, nein, leider nicht. Schade drum. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen für Stefanie Dauber. Aber nichtsdestotrotz, 4,40 Meter hier für Stefanie Dauber. Das ist ein tolles Ergebnis der Ulmerin. Also, 4,40 Meter hier in Koblenz von ihr. Von Stefanie Dauber. Jetzt haben wir noch zwei, die hier übrig bleiben. Jetzt zur Weltreise in Sachen Chabot vor.
So, und jetzt gilt's dann gleich auch für die WM siebte für Alicia Newman. Da ist sie. Das ist jetzt ihr dritter Versuch über 4,50 Meter. Das heißt, wenn sie dabei bleiben will, dann muss sie da jetzt rüber. Sonst ist auch ihr Wettkampf hier vorzeitig beendet. Das wollen wir nicht. Natürlich nicht. Deswegen Daumen drücken. Alicia Newman, dritter Versuch, 4,50. Ja! Na, es geht doch, Alicia Newman. Im dritten Versuch über die 4,50 Meter. Das heißt, es wird ein Zweikampf hier um den Sieg auf der Festung Ehrenbreitstein. Michaela Meyer aus Schweden gegen Alicia Newman aus Kanada. Die beiden, ja, Sie haben es gesehen, da ist mächtig Platz. Die beiden verbleiben hier im Wettbewerb. Ja, und wer sich vielleicht zu Hause jetzt fragt, während wir hier auf die nächste Höhe gehen, das ist ja die Qualifikationsleistung für die Weltmeisterschaften im katarischen Doha, die 4,56 werden jetzt gleich aufgelegt, fragt sich vielleicht der ein oder andere zu Hause, was ist denn eigentlich mit dem deutschen Nachwuchs? Wo sind die jungen Talente hier in Koblenz? Die sind leider nicht vor Ort. Sonst hätten sie die natürlich längst gesehen. Dem einen oder anderen fällt vielleicht Leni Freier-Wildgrube vom SC Potsdam ein, die 17-Jährige mit einer persönlichen Bestleistung von 4,30 Meter. Auch sie hat ja schon einige beachtliche Erfolge erzielt. Also ist die deutsche Meisterin der U20 in diesem Jahr mit 4,05 Meter Fünfter bei den deutschen Meisterschaften in Berlin gewesen. Also sie ist da schon in der deutschen Spitze angekommen. Bei der U20 WM allerdings zuletzt in Boras in Schweden ein Salto Nullo. Das haben wir uns irgendwie alle anders vorgestellt. Aber U18 Stabhochsprung Europameisterin und ja auch Youth Olympic Champion im letzten Jahr in Buenos Aires geworden. Dahin ist sie als Weltbeste ihrer Altersklasse gereist. Also es war auch ihr erklärtes Ziel, das hat sie uns damals erzählt, dass sie dort in Argentinien auch gewinnt. Dann allerdings, während wir hier die neue Höhe sehen, 4,56, ein bisschen schwierige Bedingungen für sie. Es gab ja einen neuen Versuch, die Leichtathletik in zwei Finals auszutragen. Das heißt, alle mussten zweimal ran und der erste Wettkampftag, das erste Final, das war so richtig verregnet. Und Leni Freier-Wildgrube, die hat bis dato noch nicht auch nur einen Sprung im Regen gemacht und sie hat sich der Mann behauptet und schon richtig gut Punkte gut machen können auf das restliche Feld, sodass das am zweiten Tag, naja, nicht von selbst ging, aber schon ein Ticken einfacher gewesen ist, sich da auch tatsächlich an der Spitze zu behaupten. Die Ergebnisse wurden ja addiert und daraus eine Gesamthöhe errechnet. Deswegen, ja, da kommt was nach im deutschen Stabhochsprung, namentlich mit Leni Freier-Wildgrube vom SC Potsdam, die heute leider nicht hier sein kann. Aber da kann man, glaube ich, ganz optimistisch in die Zukunft blicken. Jetzt die Anlage wieder freigegeben. Das heißt, Michaela Meyer, 4,56 Meter. Olympiateilnehmerin war sie, fünfte der Europameisterschaften 2016, achte der Hallen-Europameisterschaften. Jetzt der erste Versuch, 4,56 für die Schwedin, für Michaela Meyer. So, das ist dann jetzt der erste Versuch für Michaela Meyer aus Schweden über die 4,56. Die Hallen-EM-8 aus Glasgow steht zum Anlauf bereit. Und dann schauen wir mal, wie lange das hier ein Zweikampf wird zwischen der Schwedin und der Kanadierin. Ja.
So, da zwei Athletinnen verblieben sind, haben die beiden jetzt 2 Minuten Zeit, bis sie denn dann angelaufen sein müssen. Ja, und die Höhe war da, aber das hat noch nicht funktioniert im ersten Versuch. Also ein X hier bei ihrem insgesamt 3. Sprung am heutigen Abend, am späten Nachmittag. Erster Fehlversuch bei 4,56 für Michaela Meyer. Das ist der Stadtteil von Göteborg, in dem der große schwedische Leichtathletikverein zu Hause ist. Viele Meister, Weltmeister, Olympiasieger vorgebracht hat. Und ist der Verein, für den auch Michaela Meyer am Start ist. Ölkrite IS in Göteborg, der Verein von Michaela Meyer, die jetzt wieder an der Reihe ist. Und weil sie schon vorher dran war, jetzt 3 Minuten Zeit hat, diesen Sprung auszuführen. Ab jetzt, ab der Freigabe des Anlaufs, Michaela Meyer aus Schweden. So, wir sind in einer kleinen Werbeunterbrechung mit unseren Sponsoren, den Partnern, ohne die das natürlich nicht möglich gewesen wäre. Lotto Rheinland-Pfalz, das Fairhaus, da war gestern die Pressekonferenz, Team Neuster und dann natürlich auch weiteren hier bei der vom Leichtathletikverband ausgerichteten Veranstaltung. Und wir haben Besuch bekommen, denn Katharina Bauer vom TSV Bayern 04 Leverkusen ist zu uns gekommen, zu mir gekommen. Und wir sagen natürlich als allererstes mal herzlichen Glückwunsch zur neuen Saisonbestleistung, 4,30 Meter. Und ich glaube auch zu Hause haben es alle gesehen, du hast dich richtig darüber gefreut, oder? Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, zumal ich jetzt auch immer mehr Fortschritte mache. Ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall und jetzt bin ich heute wieder härtere Stäbe gesprungen und bin noch einen Stab gesprungen, mit dem ich eine Hallensaison angefangen habe. Und ich merke das so langsam, wenn wir wieder zurückkommen. Und Bedingungen waren heute perfekt. Ich glaube, uns allen geht so, fast nur Rückenwind, tolles Wetter, tolles Publikum. Also an der Stelle danke, dass alle so toll mitmachen. Ohne Unterstützung können wir alle nicht so hoch springen. Das stimmt. Und da hast du eine ganze Menge angesprochen, über die wir gleich sprechen wollen. Also dein Bandscheibenvorfall natürlich, ich habe es eben schon im Stream gesagt. Du bist die einzige Stabhochspringerin weltweit mit einem eingebauten Defibrillator. Auch darüber wollen wir gleich das ein oder andere Wort verlieren. Aber zunächst schauen wir uns mal gemeinsam, jetzt wollen wir das natürlich nutzen, dass du hier bist und uns mit deiner Expertise ein bisschen helfen kannst, den nächsten Versuch von Michaela Meyer an. Ja, ist ja jetzt der zweite Versuch. Wind sieht gut aus. Ich hoffe, sie erwischt den Sprung jetzt auch super. Ja, für euch immer ein ganz wichtiges Thema, der Wind, ne? Ja, sie hat eine sehr gute Technik, aber manchmal ist es auch so, dass man einfach zu dicht am Absprung ist und ich glaube, sie war ein bisschen zu dicht, müsste ein bisschen nach hinten gehen und dann dürfte der dritte Versuch locker drüber gehen. Da sind wir sehr gespannt, ob sie das jetzt dann gleich genauso umsetzt, wie du das jetzt analysiert hast. Sprecht ihr euch jetzt hinten, also ihr versammelt euch ja hinten an der Anlaufmarke in einem Zelt, habt ihr euch nach den Versuchen eben schon so ein bisschen abgesprochen, dass ihr auch untereinander miteinander sprecht und sagt, was war jetzt nicht so gut, wo kann man was besser machen oder seid ihr da wirklich stillschweigend untereinander, wenn es hier um den Wettkampf geht? Ich glaube, wir als Stabhochspringerinnen sind immer so eine coole Clique. Also mit Alicia habe ich auf jeden Fall auch eben nochmal besprochen, was ich machen soll und hat sie auch gesagt, ja, du kannst auf jeden Fall drüber springen vor 4,30, jetzt nimmst du mal ein bisschen den Pono hoch und dann geht das schon oder halt mit den Stäben. Die ganzen Trainer sind hier zusammen, das ist eine riesen Community. Und im Stabhochsprung ist echt super schön, dass man sich gegenseitig immer gerne auch hilft und auch eine gute Atmosphäre einfach schafft, auch Spaß zusammen hat. Also so einfach kann es dann eigentlich sein, wenn man es gerade gesagt bekommt. Und dann macht man einfach mal. Und das macht man einfach mal ist ja bei dir ein wahnsinnig gutes Stichwort, denn wie gesagt, du hast eine lebensverändernde Operation hinter dir. Du hast einen eingebauten Defibrillator, weil du an Extraherzschlägen leidest und eigentlich haben alle Ärzte gesagt, um Gottes Willen,
Leistungssport, mach das bitte nicht mehr. Und du hast es trotzdem gemacht und dich dann mal prompt für die Hallen-EM qualifiziert. Was hat dich vorangetrieben? Warum sagst du, ich beweise euch allen, dass es trotzdem geht? Ich habe in meinem Leben einfach schon so viel durchgemacht und ich hatte erst vor Olympia eine schwere Handoperation gehabt, da hieß es auch schon, deine Karriere ist wahrscheinlich rum, dann hatte ich eine Herzoperation gehabt, dann stand der Defi da ja einfach im Vordergrund und ich wusste einfach, egal was, mich bringt nichts unter und auch wenn alle Ärzte sagen, nee, mit so einer Sache darf man einfach nicht springen, habe ich irgendwie innerlich das Gefühl, nee, es geht doch und ich bin gesund und da ist noch so ein Feuer und das, ich möchte einfach springen, ich liebe Stabhochsprung und ich mache mich einfach so glücklich, wenn ich an der Anlage stehe und ja, das Leben ist dafür zu kurz, um sich von Ängsten leiten zu lassen. Und dann mache ich lieber das, was mir Spaß macht und gebe alles dafür. Und solange es halt geht. Und wenn es nicht mehr gehen sollte, höre ich auf. Aber ansonsten gehe ich da mit voller Leidenschaft rein und lebe meinen Traum. Ich glaube, das wird der ein oder andere zu Hause so unterschreiben. Und dass du deinen Spaß daran nicht verloren hast und dass du den lebst, das hat man auch hier heute wieder an der Anlage, glaube ich, wirklich auch zu Hause sehen können, weil strahlenderweise bist du da nach deinem 4:30-Sprung von der Stabhochsprungmatte runtergekommen. Das war schon, glaube ich, auch zu Hause ganz deutlich geworden. Nichtsdestotrotz, das große Ziel für dich natürlich, Tokio 2020. Und wenn man auf die Normen schaut, weißt du schon, jetzt bist du noch ein bisschen weg, aber es sind Höhen, die hast du ja alle schon mal gemacht, denn deine persönliche Bestleistung, 4,65 Meter. Ja. Du wärst ja in Rio ohne Handverletzung eigentlich dabei gewesen. Genau, ja. Das war damals ziemlich bitter. Für nächstes Jahr müssen wir 4,70 Meter springen. Das heißt, ich muss mich nochmal 5 cm steigern. Aber ich weiß, wenn ich jetzt einfach mal ein Jahr verletzungsfrei durchkommen kann, dann ist das auch einfach alles möglich. Ne? Man muss halt einfach nur fit und stabil bleiben. Und mein Trainer und ich machen es wieder genau richtig. Alles geben in der Saison, auch mit dem Bandscheibenvorfall, einfach Step by Step, damit wir das wieder aufbauen für nächstes Jahr. So, jetzt drücken wir die Daumen für die Kollegin, für Michaela Meyer aus Schweden. Das ist ihr dritter, also der letzte Versuch über 4,56 Meter. Die Norm für Doha hat sie ja schon mit 4,71 aus Jokrim. Ja, aber die Norm ist 4,56. Genau. Aber wir wollen sie hier in Koblenz natürlich auch noch ein bisschen länger sehen, das ist ja klar. Ja, vor allem bei dem Wetter, den Bedingungen. Es ist nicht schlecht, oder Katharina? Cool, ja. Es ist wirklich gut. Muss man das auch ausnutzen irgendwie. Man kann es sich nicht besser aussuchen, das stimmt schon. Auf geht's. Jawohl. Ja. Oh. Ja, doch nicht. Da haben wir uns beide auch schon gefreut, ja. Ich glaube, sie auch. Ja, sehr schade. Das hat man halt gesehen, dass es nicht an der Höhe liegt, sondern halt an dem Ständerabstand schon. Ne? Das ist bei uns ja auch sehr schwierig. Wir können ja zwischen 0 und 80 Zentimeter entscheiden bei jedem Sprung. Und hier sieht man, ja, Ständer weit davor, weil die Höhe an sich hat sie ja drauf. Genau. Du sprichst den Abstand der Ständer an. Ich habe es eben schon gesagt, Stabhochsprung ist ja eigentlich die komplexeste Disziplin in der Leichtathletik schlechthin. Mit dem Ständer, ihr könnt das selber immer angeben. Ne? Also wie soll der Ständer stehen? Ich glaube, diese Nulllinie, diese Nullmarkierung ist das hintere Ende des Einstichskastens. Und dann geht es eben diese maximal 80 cm nach hinten. Was bist du eben gesprungen bei deinen 4,30 Meter? Ich bin sogar Ständer 50 heute gesprungen. Also es sieht mir eigentlich gar nicht so ähnlich. Ist immer ein gutes Zeichen. Normalerweise springe ich so 70. Aber in der Hallensaison war ich auch schon da dran. Es ist halt bei uns sehr komplex, Stabhochsprung. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Man muss sich bei jedem Sprung entscheiden, welchen Stab nehme ich, behalte ich ihn, gehe ich selber ein bisschen zurück, wie bin ich drauf, wie verhalte ich mich in einem dritten Versuch oder wie verstelle ich den Ständer. Es sind manchmal 5 Zentimeter Entscheidungen. Den einen Sprung machst du so und dann ist der Ständer falsch, dann korrigierst du den Ständer, den nächsten Sprung machst du wieder ganz anders. Deswegen macht es ja auch Stabhochsprung irgendwie so spannend. Du weißt halt nie, was passiert. Ja, in der Tat, das haben wir jetzt auch heute auch schon das ein oder andere Mal gesehen, gerade ja auch bei Michaela Meyer. Wir haben ja nämlich jetzt das Szenario, sie hat ja die 4,50 ausgelassen. Ja, genau. Und dann jetzt gerade 3 Fehlversuche, das heißt, sie geht ja mit 4,40 Meter nach Hause. Das ist, das hat sie sich, glaube ich, anders vorgestellt. Ja, man pokert auch gerne mal im Stabhochsprung, ne? Vor allem, wenn man weiß, man ist schon in Jokrim, wie du sagst, schon 71 gesprungen. Was will ich da dann mit 4,50? Da kann ich auch direkt weiterspringen, ne? Ja, genau, richtig. Und dem Publikum hier auch dementsprechend ein bisschen was bieten. Ihr springt mit hochelastischen Stäben aus ganz unterschiedlichen Materialien. Ihr habt Einteilung in verschiedene Härtegrade. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man auch während dem Wettkampf von weich auf hart wechselt. Vielleicht kannst du das den Zuschauern zu Hause so ein bisschen klarer machen. Wie entscheidend ist das tatsächlich? Weil klar, härter ist schwerer zu biegen, katapultiert einen logischerweise aber auch höher nach oben.
Deswegen haben wir auch alle immer eine Hülle dabei. Ne? Man kann jetzt auch nicht, das ist auch die meistgestellte Frage, warum nehme ich nicht direkt den härtesten Stab, dann würde ich ja direkt 470 springen. Ne? Ja. Das geht nicht. Also du musst auch schauen, wie bist du an dem Tag drauf, wie ist das Wetter, sonst würde man sich halt auch verletzen. Also ich meine, das ist ja schon ein Risikosportart, wenn ich jetzt direkt einen viel zu harten Stab nehme, dann kann es auch sein, dass ich mich aus der Anlage haue. Also man muss sich auch wirklich verdienen, auch mit der Technik, mit den Anläufen, auch mit dem Wind, immer einen härteren Stab zu nehmen. Das sieht man hier jetzt schön auf dem Bild, da haben wir eine Hülle drin. Ich habe auch meistens so 8 Stäbe drin. Und dann entscheiden wir im Wettkampf und nicht bei jedem Wettkampf springt man dieselben Stäbe zum Beispiel. Machst du das immer allein oder besprichst du dich in deinem Fall mit Trainer Leszek Klima, der dir sagt, ah Katharina, jetzt nimm einfach mal den, oder bist du tatsächlich die, die das letzte Wort hat, die sagt, nee, da habe ich kein gutes Gefühl, ich nehme jetzt einfach den anderen? Nee, Trainer ist schon Chef. Trainer ist Chef, also, okay. Nee, wir sprechen uns immer ab, natürlich, aber wir kennen uns jetzt schon 6 Jahre lang. Wir haben schon alle Höhen und Tiefen durch und er weiß ganz genau, wie ich mich wie verhalten muss. Und ja, jetzt schauen wir mal bei Leszek. Jetzt 62 drüber springt. Genau. So, weiter geht's mit Leszek Newman aus Kanada, der Hallen-WM-Sechsten aus Birmingham. Ja, Katharina, 4,77 Meter ist in diesem Jahr schon gesprungen, jetzt liegen 4,62 auf. Sie ist die einzige im Wettbewerb verbleibende Athletin, das heißt, sie hat jetzt 5 Minuten Zeit. Was geht einem da so alles durch den Kopf? Auto, so gerät man den Sprung schon so ein bisschen, was sind die Abläufe? Also man kann natürlich, umso mehr Zeit man hat, umso mehr fängt man an nachzudenken. Das ist manchmal auch gar nicht so gut, aber tendenziell sollte man eigentlich den Kopf ausschalten, den Sprung kurz visualisieren und dann einfach denken, ich springe da jetzt drüber. Dann schauen wir mal, ob sie es genauso macht. Ja, man weiß halt auch jetzt nicht, ne, hat sie den Stab gewechselt, ist vielleicht Abschwungmarke nicht so ganz getroffen. Da sind ja immer so viele Umstände einfach da. Es ist von außen natürlich auch wahnsinnig schwierig zu sehen, auch jetzt von uns, von hier, unserem kleinen Übertragungsfeld, das wissen wir alles gar nicht. So wie es aussieht, für mich persönlich hat sie einen härteren Stab genommen. Ja. Ganz klar. Die Farbe ist, glaube ich, auch anders. Ja. Aber man sieht es auch in der Ambiege-Verhalten, weil sie springt ja technisch sehr sauber und springt ja auch gleich, sage ich mal. Ne? Das ist ja sehr konstante Technik. Und da sieht man, dass der Stab jetzt einfach zu hart war. Und manchmal ist das auch so ein Angetester. Also ich habe ja eben auch einen Stab genommen, den bin ich jetzt auch seit 6 Monaten nicht mehr gesprungen. Und da braucht man auch erstmal den ersten Sprung, wo man so ein bisschen reinkommt und das Selbstvertrauen hat. Einen zum Warmwerden halt quasi. Genau. Obwohl man es nicht so machen sollte. Ne? Ist das jetzt üblich, dass sie sagt, okay, ich habe zwar einen anderen Stab getestet, aber ich gehe jetzt wieder zurück, oder versucht man es jetzt auch nochmal den zweiten Versuch und sagt, dann wechsle ich spätestens beim dritten? Nee, auf jeden Fall, wenn man sich für den härteren entschieden hat, dann bleibt man auch bei dem härteren. Da gibt es keinen Zurück mehr, außer man kommt gar nicht klar oder würde jetzt... Man dürfte es aber, das man dürfte, so viel ja, sei gesagt. Aber man will es dann einfach nicht mehr, weil man braucht ja auch eigentlich dann mehr Katapultwirkung nach oben. Ja, man sieht jetzt da hinten, jetzt wechseln die schon noch was, vielleicht nimmt sie jetzt auch den weicheren. Ich habe auch gesehen bei euch in der Vorbereitung, als ihr euch eingesprungen habt, das ist bei euch anders als bei beispielsweise Weitspringerinnen, die machen nicht nur eine Ablaufmarkierung, sondern ihr habt wirklich ganz viel geklebt und Sachen draufgeschrieben, weil es einfach auch abhängig von euren unterschiedlichen Stäben ist. Ja, noch nicht mal von den Stäben, sondern jeder hat einfach seine Marken. Ne? Wir haben vorne die Absprungmarke. Meistens so bei Frauen ist so zwischen 3,50 und 4 Meter. Also so 3,50, 3,70 ist so Optimalfall. Und dann haben wir eine Zwischenmarke. Da kann der Trainer dann auch nochmal schauen. Und was wir dann noch tapen, ist fürs Einspringen. Also wenn ich einspringe, springe ich mal zum Warmmachen aus 4 Schritten, aus 8 Schritten und dann aus 16 Schritten. Und von da haben wir super viel am Kleben. Und ja, jetzt springt sie. Ja, man sieht es hier ganz schön auf dem Steg, der ja 44 cm hoch ist. Ist das ein Problem für euch im Vergleich zum Stadion, dass ihr da noch mehr Konzentration aufbringen müsst, weil ihr wisst, rechts, links geht es runter? Also es ist am Anfang erst schon mal komisch, wenn man jetzt... Ah, schade. Ja. Wieder nicht und wieder sehr, sehr knapp. Also wie du eben gesagt hast, die Höhe ist da, das die sieht Höhe man schon. Die Höhe ist da, das sieht man ganz klar. Sie muss jetzt einfach nur mal drüber kommen. In der Zeitlupe sieht man schön jetzt sehr schön den Stab belastet. Hier die Höhe ist super da. Würde ich jetzt den Ständer nochmal 5 bis 10 cm vor. Also näher ran zum Einstichkasten, genau, ja. Wenn sie denselben Sprung erwischt. Ja, na, das wenn ist sie jetzt immer genau die große dasselbe Frage. Macht, dann nur 10 cm Ständer verschieben, dann ist sie locker drüber. Aber wer weiß, wie sie sich dann jetzt verhält. Ne? Und wir sind schon bei Ständer 50, sehe ich gerade. Ja. Das ist schon sehr nah. Was passiert da jetzt? Was bespricht sie jetzt mit ihrem Trainer? Ist das jetzt auch die Überlegung, dass man sagt, hey, mach den Sprung anders und wir ziehen den Ständer vor? Oder sagt man, mach den Sprung genauso und wir versuchen es so, wie es jetzt ist?
Ich habe jetzt gerade gesehen, sie hat den Ständerabstand auf 45, also noch näher. Also eigentlich genau das gemacht, was du vorgeschlagen hast. Genau, einfach näher dran, selben Sprung und drüber. Da spielen so viele Faktoren einfach eine Rolle, ne? Ja. Und mit dem Steg zu deiner Frage davor, es ist am Anfang ungewohnt, wenn man vom Stadion dann auf dem Steg springt. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel 3 Wettkämpfe hintereinander sogar mit demselben Steg gemacht. Da ist man schon eingesprungen. Kannst du fast zu Hause aufbauen lassen. Ja, genau. Aber ein Steg ist schon sehr cool. Ich springe ja nächste Woche auch in Potsdam, ist auch wieder auf dem Steg. Das Lustige ist, weil der Steg von meinem Manager, Marc Osenberger, die ganze Zeit rumtransportiert wird, ist, ja, kleben noch meine ganzen Anlaufmarken. Ja, super. Das spart doch Arbeit. Ausmessen dann, ja. Nee, aber ich habe auch auf der Pressekonferenz gestern von Alicia oder auch von Sam Kendricks, den wir ja später noch sehen werden, den Weltmeister aus den USA mit einer persönlichen Bestleistung von 6,06 Meter, gehört, dass die einfach immer, Zitat, wahnsinnig Bock haben, auf einem Steg zu springen, weil auch die Zuschauer so viel näher dran sind, weil die Atmosphäre ganz anders ist. Euch aus Leverkusen braucht man es ohnehin nicht zu sagen, mit dem Stabhochsprung Classics, ihr seid es ja gewöhnt. Aber das ist schon auch hier, glaube ich, habe eben schon mit ein paar gesprochen, gesagt, ich habe so viel Lust, hier dabei zu sein. Ja, ehrlicherweise, es ist so toll, dass für uns Stabhochspringer so Möglichkeiten gibt, ne? Wie viele Disziplinen erleichtert, die können das wirklich so ausüben, ne? Und wir können überall rum, man kann den Steg auf dem Marktplatz herstellen, im Tegernsee ist ja, geht die Anlage auch in den See vom Prinzip herein. Nächste Woche in Potsdam springe ich auf dem Shoppingcenter drauf. Ja. Show ohne Ende, deine Musik kannst du abspielen lassen, die Leute freuen sich und da, meistens springt man da auch mehr Bestleistung, ja, weil du einfach so motiviert bist, noch mehr als, keine Ahnung, wenn Stimmung wie auf dem Friedhof ist. Ja, also wenn Sie zu Hause noch eine Geschäftsidee brauchen, vielleicht wäre das ja ein. So, jetzt hat sie noch. Hast du eben vielleicht schon kurz mit Lisa gesprungen? Was ist da los? Salto Nullo? Das ist ihr bei der Hallen-WM, glaube ich, auch passiert. Ja, eher bei der Team-WM. Ja. Nee, ich habe nicht mit ihr gesprochen. Nein. Okay, also da wissen wir noch nichts. Na, schauen wir mal, dass wir später von ihr auch Info bekommen. Ich habe nur gesehen, dass es zweimal durchgelaufen ist. Und beim dritten Versuch habe ich leider nicht mitgekriegt. Ich war da so selber in meinem Fokus, weil da bin ich auf 4,40 gesprungen. Ja, genau, richtig. Ich da warst du noch dabei. Da seid ihr alle dann unterwegs gewesen. So, jetzt gilt's aber für Alicia Newman. Ihr dritter und letzter Versuch über 4,62 und das wäre natürlich schon eine Geschichte für das Koblenzer Publikum hier, wenn sie da jetzt drüber kommt, wenn es dann gleich noch eine Etage nach oben geht. Und man sieht aus, sie hat richtig Spaß, sie ist voll drin. Ich mag sie so gerne, wir verstehen uns so gut, die ist einfach auch so ein Strahlekind, ne? Die hat so viel Spaß beim Springen und strahlt es auch aus, das ist auch fürs Publikum toll. Ja, siehst du, die Höhe war da, die Höhe war wieder aber da. Der Abstand hat nicht gestimmt und das ist es im Stabhochsprung. Am Ende steht da eine Höhe, aber wenn man es live mitgekriegt hat oder jetzt sieht, denkt man, ach krass, sie hätte ja schon viel höher springen können. Ne? Ja. Also manchmal muss man sich da so rechtfertigen, da warum, weshalb nicht. Aber das macht Stabhochsprung aus. Ne? Guck mal, also wie hoch. Wahnsinnig viel Luft tatsächlich. Aber einen Ständer kannst du auch nicht auf 30 vormachen. Da muss sie noch ein bisschen, der Stab war so ein Ticken zu hart. Also nur so ein bisschen, weil dann ist sie nicht ganz in die Anlage reingekommen und konnte so halt nicht den Ständer 50 oder 45 jetzt wahrnehmen. Also auf 20 kann man es jetzt auch nicht schaffen. Ich glaube, Björn Otto hatte bei seinem 6-Meter-Sprung Ständer 30. Nur steil gegangen, aber da muss auch alles passen, ansonsten haut es dich nämlich in den Einschießkasten. Nur steil gegangen, sagt sie. Schau mal, wie steil sie jetzt ist. So, jetzt sehen wir es hier in super Slow Motion. Ja, und da fällt sie mit den Oberschenkel von oben auf die Latte drauf. Und normalerweise heißt es dann auch vom Trainer, versuch den Stab im Einstich mehr zu bewegen, damit du ein bisschen mehr in die Anlage kommst, damit wir natürlich auch sicher auf der Anlage landen wieder und nicht im Einstichskasten runterrutschen. Ja, da gibt es auch böse Geschichten mit Athletinnen, die auch im Einstichkasten gelandet sind. Ich glaube, Julia Hütter 2008 fiel in den Einstichkasten und hat sich da böse wehgetan, hat sich das Kreuzband gerissen, eine Knochenabsplitterung im linken Sprunggelenk. Und das ist ähnlich wie bei dir Bandscheibenvorfall sowas. Man muss sich erstmal wieder fixieren und klar machen, will ich eigentlich noch, gehe ich ein Risiko ein? Und wenn man es tut, dann ist man, glaube ich, auch wirklich zu 100% bei der Sache. Ja, die Entscheidung ist nie leicht, aber wenn man sich komplett angstfrei macht und weiß, warum man das macht und wenn man noch eine Leidenschaft empfindet, dann tut man auch alles für den Sport. Und mit Julia Hütter habe ich damals ja eine Trainingsgruppe trainiert. Ja. Oh, ich sehe gerade. So, da haben wir das Ranking, genau. Du bist Vierte mit Saisonbestleistung, also die einzige Athletin heute hier mit einer Marke hinter dem Ranking, zu der wir ja schon gratuliert haben. Finden wir wahnsinnig toll, dass hier in Koblenz bei uns geklappt hat. Ich glaube, die Atmosphäre ist toll, die hilft euch auch. Alicia Newman, die Siegerin mit 4,50 Meter. Du hast gesagt, da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Ja. Stefanie Dauber wird mit 4,40 Meter Zweite, ebenso wie Michaela Mayer, die ja die 4,50 ausgelassen hat und dann bei 4,56 dreimal gescheitert ist. Camille Chiblia auf der 5 und
Wie heißt sie richtig? Sag es mir einmal richtig, bitte. Ich habe mit Leszek Lima vorher schon gesprochen, das sagst einmal richtig. Aber ich habe jetzt auch hier im Stadion gehört, es wird immer anders gesagt. Erlaub mir lieber keinen Fehler. Ich krieg's auch nicht hin, es wirklich immer gleich zu sagen. Ich höre ja von Leszek viel Polnisch sprechen, aber es ist mehr so... Camilla Cibilla hätte ich jetzt mal so. Cibilla ist es, glaube ich. Genau. Cibilla. Cibilla, ja, genau. Also Anmeldung zum Sprachkurs ist raus und Chloé Ori. Ich habe hier heute auch schon mehrfach Henry gehört, aber... Henry... Ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Das ist ganz wichtig. Solltest du, ja? Ja, und da haben wir das Ranking gesehen und das heißt, dann folgt hier vor Ort gleich die Siegerehrung und da muss ich dich natürlich dann leider schon wieder verabschieden, Katharina Bauer. Schön, dass du bei uns im Stream gewesen bist, aber ich glaube, jetzt die Siegerehrung, die hast du dir mit deiner neuen Saisonbestleistung auf jeden Fall verdient. Danke nochmal, schön, dass du in Koblenz gewesen bist und für die Zukunft alles Gute und dann hoffentlich Tokio 2020. Das Danke große Chance, Ziel ja. Mit den Olympischen Spielen hast du ja noch eine Rechnung offen mit den Verpassten aus Rio. Auf jeden Fall, das Feuer ist noch am Brennen. Das passend zum Olympischen Feuer natürlich. Wir wünschen alles Gute und sagen ganz recht herzlichen Dank, Katharina Bauer. Dankeschön. Danke dir. So, wir haben Katharina Bauer hier gerade von dem Reporterplatz verabschiedet. Wir sehen nochmal die Sponsoren, das Fairhaus, Team Neustar und gehen dann gleich natürlich drauf zur Siegerehrung. Die nehmen wir noch mit. Nach der Siegerehrung der Frauen machen wir den Livestream ganz kurz zu, verabschieden uns in eine Pause und dann sind wir gegen kurz vor 19.30 Uhr für Sie zu Hause wieder da. Denn dann beginnt der Wettkampf der Männer und ich kann Ihnen ans Herz legen, bleiben Sie bei uns, denn da geht es auch nochmal richtig hoch, das ist versprochen. Wir haben den Weltmeister hier aus dem Jahr 2017 aus London, Sam Kendricks aus den USA, ist zu uns nach Koblenz gekommen mit einer neuen persönlichen Bestleistung. Die ist er vor gar nicht allzu langer Zeit in Des Moines in den USA gesprungen. 6,06 Meter ist auch der Weltranglistenerste. Also da ist, glaube ich, einiges geboten noch im weiteren Verlauf des Abends. Und natürlich, wenn man eine große Veranstaltung in der Region hat, dann braucht man auch große Namen aus der Region. Auch die haben wir. Kai Kaczmarek ist im Feld der Zehnkämpfer, der bei den Weltmeisterschaften in London Rang 3, also Bronze, gewann und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in Brasilien Vierter wurde. Also es ist noch eine Menge los. Dazu kommen überragende Athleten aus Norwegen, Schweden und weitere deutsche Athleten wie Gordon Porsche oder zum Beispiel Daniel Clemens und Andreas Bechmann. Also es wird noch eine Menge geboten. Wir haben noch eine ganze Menge, wo wir staunen können. Hoffen, dass Kai hier als Local Hero auch möglichst lange mitspringen kann. Ist ja seine persönliche Bestleistung von 5,20 Meter. Die stammt allerdings schon aus dem Jahr 2013. Zuletzt in diesem Jahr ging es zweimal auf 5,10 Meter hoch in Ratingen und in Neuwied. Das heißt, wir drücken dann auch später die Daumen. Aber zunächst bleiben Sie noch einen kurzen Moment bei uns, denn das wollen wir nicht verpassen, die Siegerehrung der Frauen. Und danach geht es dann in die Pause, bis die Herren beginnen.
50. So, in Kürze wollen wir mit der Siegerehrung für die Damen starten und deshalb bitten wir die drei Erstplatzierten hier zu unserer Bühne zur Siegerehrung zu kommen, bitte. Koblenz verbindet jetzt dann in diesem Fall dann auch gleich bei der Siegerehrung der Frauen. Die kommen nämlich jetzt jeden Moment aus meinem kleinen Reporterzelt, kann ich zumindest die Bühne so teilweise erblicken, wenn ich an dem großen Monitor oder an den Monitoren vor mir vorbeischaue. Und da tut sich ein bisschen was auf der Bühne. Der Kameramann hier zum einen für den Stream und zum anderen auch für die kleine Wand hinten auf der Bühne selbst ist schon in Position. Da sehen Sie es jetzt auch. Hier vorne rechts im Bild Leger Klima, der Trainer von Katharina Bauer. Links im Bild mit der schwarzen Kappe, das ist Jörg Roos, das ist der Trainer von Zehnkämpfer Kai Kazmirek. Der hier gerade schaut, wie einer der männlichen Athleten sich einspringt. Ja, und dann gleich müssen sie sich einmal um 180 Grad wenden, um dann die Siegerehrung der Frauen zu sehen. Also wir schauen mal hier wieder an dem Monitor vorbei, wir sehen, die stehen vorne schon zusammen, aber Richtung Bühne geht es noch nicht, kann sich aber tatsächlich nur um Sekunden handeln. Vielleicht haben wir die Chance, dann jetzt schon die einspringenden Herren kurz zu zeigen. Da wird nämlich schon ein bisschen gesprungen. Auch die müssen sich ja erstmal an die Anlage gewöhnen, haben das eben gesehen. Katharina hat es ja auch gesagt, der Erste, der Zweite, die sind zum Eingewöhnen und dann geht es richtig los, auch im Wettkampf. Und jetzt sind wir mit Daniel Clemens beim Einspringen zumindest schon mal. Schauen uns das mal an. Da oben jetzt natürlich keine Latte drauf. Ja, und die testen sich ja auch ran, die Jungs an die Anlage. Da sind wir sehr gespannt, wie hoch es später tatsächlich geht. Ich habe Sam Kendricks gestern gefragt im Rahmen der Pressekonferenz, was hast du dir vorgenommen? Und er hat gesagt, ich habe ihn ja darauf angesprochen, dass er zuletzt eben diese 6,06 Meter den amerikanischen Rekord gesprungen ist. Und er hat gesagt, naja, das ist eigentlich ganz egal. Ich will mein Bestes geben und ich will die Leute hier vor Ort begeistern. Und wenn er das mit 4,82 oder mit, besser gesagt mit 5,82, sorry, schafft, dann ist das genauso viel wert für ihn, als wenn er das mit 5,90 beispielsweise schafft. Also für ihn geht es darum, zu begeistern. Und jetzt sehe ich vorne, setzt sich was in Bewegung. Und das heißt, wir ehren jetzt die besten Stabhochspringerinnen und das macht auf der Bühne der Kollege Dirk Bartholomi. Und da schalten wir uns jetzt drauf und hören dann vorne aufs Stadionmikrofon. Vielen Dank für Ihr Engagement und herzlich willkommen. Und
Wir gratulieren noch einmal ganz herzlich der Siegerin beim ersten Festungsspringen mit 4,50 Metern aus Kanada, Alicia Newman. Auf dem zweiten Platz mit 4,40 Metern aus Schweden, Michaela Meyer. Und wir haben noch einmal den zweiten Platz, ebenfalls mit 4,40 Metern vom SSV Ulm, Stefanie Daubner. Ja, was für ein tolles Bild. Unsere Stabhochspringerin, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt müssen wir erstmal die Fotos hier machen lassen und uns noch ein bisschen zurückhalten. Ich stehe wahrscheinlich schon im Weg, wie immer. Und dann, so, Alicia, congratulations. You're our first winner. What are your feelings? I'm really excited. It was a great place to be. I love jumping in Germany. The food's incredible here. It was such a great tailwind and Dankeschön. Ja, wir sagen auch Dankeschön. So, did you enjoy a bit of the environment of the location? Did you have a view downside? I was trying to look to see over the mountain, but I wasn't jumping high enough today. Ja, also ich denke, Sie haben das alle verstanden. Also ich habe gefragt, ob sie denn meinen Blick runtergeworfen hat. Also sie sagte, sie sei nicht hoch genug gesprungen, um das zu schaffen. What's next? You're using the cable car now? Yeah, no. Actually, that would be kind of cool. I did see it when I went to the restroom. But what's next? I guess we're going to go have a glass of wine, some vino and sleep and get ready for Paris Diamond League. Ja, also einmal schlafen, ein Glas Wein, das bietet sich ja auch an und dann geht's weiter zum Diamond League Meeting nach Paris. All the best for the next events. Alles Gute, Alicia Newman. So, das war Dirk Bartholomew mit der Siegerin mit Alicia Newman aus Kanada. Und Sie haben es gesehen, es gab zwei Zweitplatzierte, nämlich Michaela Meyer mit den übersprungenen 4,40 Meter, genauso wie Stefanie Dauber. Das kommt einfach daher, dass die beiden gleich viele Fehlversuche haben, nämlich derer vier. Stefanie Dauber vorher ja schon lange früher eingestiegen, bei 4 Meter schon, aber dann eben beide gleich hoch gesprungen, die gleiche Anzahl von Fehlversuchen. Deswegen zwei Zweitplatzierte und keinen auf Position 3. Die Siegerehrung gerade wurde übrigens vorgenommen von der Koblenzer Bürgermeisterin, von Frau Ulrike Moors, von Alfons Krauthäuser und Manfred Meyer vom Hauptsponsor vom ZS. Und das ist der Punkt, wo ich eine kurze Pause ankündigen darf oder besser gesagt muss, denn wir verabschieden uns an dieser Stelle ganz kurz aus dem Stream. Wir sind gegen etwa 30 wieder da, also auf jeden Fall so ab ja, 19.20 Uhr wieder ein Auge auf YouTube haben oder eben auf unserer Seite auf festungsspringen.lvrheinland.de und da dann wieder live dabei sein, denn ich habe es ja versprochen, es gibt heute Abend noch einiges zu bestaunen, denn der Weltmeister Sam Kendricks mit einer persönlichen Bestleistung von 6,06, die ist noch nicht so alt, der springt ja auch hier heute Abend. Deswegen bitte dabei bleiben, weiter fleißig die Daumen drücken und wir hören uns in einer knappen halben Stunde wieder. Bis dahin, ich freue mich auf Sie.
meinst du, das ist der Hitler oder was? Irgendwie so, ja. Was ist jetzt Verbindung? Ja, du musst jetzt irgendwie mit dem WLAN verbinden, Schlaumeier. So, langsam wird es Zeit, wieder heranzukommen hier an unsere Stabhochsprunganlage. Nur noch wenige Augenblicke, dann geht es los mit unserem zweiten Wettkampf, mit dem Festungsspringen Teil 2, dem Stabhochsprung der Männer. Also suchen Sie sich einen Platz mit guter Sicht hier. Und ach, Scheiße, jetzt weiß ich dann auch warum. Geht's wieder in die Höhe beim Stabhochsprung. Der George ist auch hier. Hast du eine Zeit für mich? Bin gleich da. WLAN, so. Super. Dann brauche ich sie nicht mehr einstecken, oder? Ja, ich probiere es mal so. So, das Festungsspringen Teil 2 kann losgehen. Das Fest und Springen in Koblenz 2019, Teil 2. Die Männer sind gleich an der Reihe, um 19.30 Uhr geht's los. Wir schauen schon mal von oben auf die Wettkampfanlage hier mit dem Blick auf das deutsche Eck, da wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Wir sind hier oben, 118 Meter über dem Rhein, haben also wirklich einen fantastischen Ausblick auf Koblenz, auf der zweitgrößten erhaltenen Festung Europas. Also hier soll's jetzt richtig hoch hinausgehen. Das ist die Anlage. Am heutigen Nachmittag gefilmt und da sehen Sie es. Das Festungsspringen in Koblenz 2019, Teil 2. Das sind die Männer. Das ist die Starterliste bei den Männern. Der Lokalmatador, der Local Hero, Kai Kazimierek, der Zehnkämpfer, der von der LG Rhein-Wied, der bei der Weltmeisterschaft Bronze geholt hat im Zehnkampf. Da ist er. Zuvor in Rio bei den Olympischen Spielen gab es Rang 4 für ihn. Und da sehen wir es auch, Saisonbestleistung 5,10 Meter, persönliche Bestleistung 5,20 Meter. Dann haben wir als nächstes hier Daniel Clemens, LAZ Zweibrücken, persönliche Bestleistung 5,61 Meter. Der hat auch schon über viele Jahre viele internationale Erfolge verbuchen können. Deutscher Meister ist er noch nicht gewesen, deutscher U23-Meister, das war er schon. 2013 ist also schon ein bisschen her. Gordon Porsche haben wir hier, auch eher mit 5,61 angereist. In Mannheim dieses Jahr gesprungen, am 29. Juli, der zweite der deutschen Hallenmeisterschaften aus dem letzten Jahr. Ja, und das ist der Schwede im Feld, das ist Melker Svärd Jakobsen, 5,71 Meter, das ist seine persönliche Bestleistung. Der dritte der Hallen-EM aus Glasgow aus diesem Jahr. Der nächste, der kommt, das ist der norwegische Meister, das ist Sondre Guttormsen. In Leverkusen. Ende Juli mit neuer persönlicher Bestleistung. 5,80 Meter ist er da gesprungen. Der
Also Sie sehen, liebe Zuschauer zu Hause, das wird heute Abend richtig hoch werden. Und hier, jetzt kommt der, auf den eigentlich, Hand aufs Herz, alle warten. Jetzt kommt der Weltmeister. Das ist der junge Mann hier. Das ist Sam Kendricks aus den USA in Des Moines vor einigen Wochen. 6,06 Meter gesprungen, neuer Amerika-Rekord, damit einer der besten Stabhochspringer all time. Sie zu Hause wissen es, nur Sergei Bubka ist draußen höher gesprungen. Renaud Lavinia ja auch in der Halle. Und Steve Hooker, der Australier, hat eben diese 6,06 Meter auch schon mal überquert. Das ist allerdings auch schon 10 Jahre her. 2009 war es im Februar in Boston. Also so gesehen unter freiem Himmel ist Sam Kendricks der zweitbeste Springer überhaupt. Und eben diese insgesamt 7 Herren, die wollen jetzt hier auf der Festung Ehrenbreitstein heute Abend zeigen, dass sie das nicht nur im Stadion, nicht nur in der Halle richtig drauf haben, sondern eben auch hier oben auf einer mobilen Anlage. Falls Sie erst jetzt dazugeschaltet haben und die Frauen heute noch nicht gesehen haben, die mobile Anlage hier ist auf einem Steg aufgebaut. Der ist 47,30 Meter lang, 1,25 Meter breit. Also man muss schon konzentriert anlaufen, denn rechts und links ist es, nein, nicht eben, sondern es geht tatsächlich runter. Der Steg ist 44 cm hoch, zumindest vorne dann anstelle des Einstichkastens. Das heißt, da muss man tatsächlich aufpassen und wir haben das im Wettkampf der Frauen eben schon gesehen. Ja, der erste, der zweite Sprung, der ist zum Eingewöhnen, dann ist man drin, bestenfalls, und dann kann es auch tatsächlich über die Latte gehen. Den ersten, den wir jetzt hier sehen, das ist dann auch gleich der Lokalmatador, denn er ist ja so gesehen kein Spezialist in dieser Disziplin, wenngleich er sie sehr gut beherrscht. Das ist Zehnkämpfer Kai Kaczmirek, der kann vielleicht auch hier heute den ein oder anderen Spezialisten ärgern. Im Zehnkampf eine der Disziplinen, in der er immer massig Punkte sammelt und das läuft absolut nach Plan. Er ist im ersten Versuch ohne Probleme hier über die 4,70 Meter. Hab eben mit Trainer Jörg Roos noch in der Pause gesprochen, der sagt, das ist der Plan, wir wollen, dass er hier eine Höhe stehen hat. Das wäre ja denkbar ungünstig, wenn sich der Lokalmatador hier ohne Höhe verabschiedet. Die hat er jetzt schon mal. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er die nächste Höhe auch auslässt und dann bei 4,90 wieder springt. Und dann sind vielleicht auch die 5 Meter heute drin. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, Kai Kaczmirek, das ist kein Stabhochsprung-Spezialist, das ist ein Mehrkämpfer. Für ihn ist das heute hier sozusagen auch noch mehr Training als für die anderen. Es geht für ihn in Richtung Doha zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Und deswegen mal schauen, wie lang der Kai hier den ein oder anderen vielleicht ein bisschen ärgern kann. Und dann hat uns ähnlich wie Katharina eben bei den Damen auch Kai versprochen, dass er später, wenn er denn den Stab zur Seite gelegt hat, hier im Livestream dabei sein wird. Also freuen Sie sich drauf. Haben wir Kai hier auch am Mikrofon. Und dann wird er uns ein bisschen was erzählen zu den weiteren Sprüngen, zu den Kollegen. Ja, und Sie sehen es, er bleibt jetzt direkt oben auf dem Anlaufsteg stehen. Der Auftakt ist gelungen, aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Es geht direkt weiter mit der nächsten Sprunghöhe. Das sind dann die 4,90 Meter. So, da steht er wieder bereit, hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, nicht die eine Minute, denn es ist ja ein direkt aufeinanderfolgender Sprung. Da kann er sich ein bisschen Zeit lassen. Und jetzt 4,90 Meter. So, jetzt muss Koblenz natürlich ein bisschen Stimmung machen hier für den Lokalmatador, für Kai Kaczmirek. Das war gerade zuckende Geste. Ja, was ist denn Koblenz? Da geht doch noch mehr. Ja, da geht mehr. Das haben wir eben bei den Damen auch schon so erlebt. Ja, und er ist drin, geht hier mit dem Beat. Ja, und wenn er so gut drauf ist, wie wir das eben im Vorgespräch antizipiert haben, dann springt er jetzt auch über die 4,90. Also er ist gut in Form, das haben zuletzt Trainingsmitschnitte auch gezeigt. Er ist ja da mittlerweile bei Instagram ganz aktiv, TravelAthlete10. Da gibt es immer mal tolle Trainingseinblicke von Kai Kaczmirek. Und das ist sein erster Versuch über 4,90. Nee. Ja, für ihn ist das natürlich auch eine Riesengaudi hier. Haben wir gestern auch schon bei der Pressekonferenz drüber gesprochen. Hat er gesagt, er freut sich, ist es eine Ehre, dass er hier überhaupt dabei sein darf.
im Feld dieser wirklich hochklassigen Stabhochspringer. Ich habe eben bei der Anmoderation der Vorstellung der Athleten schon gesagt, der Weltmeister ist da. Wir haben Top-Athleten aus Norwegen, aus Schweden, die allesamt vorne in der Welt platziert sind. Und da sagt Kai, das ist schon toll, gegen die Jungs zu springen. Gegen Sam Kendricks, den US-Amerikaner, den Weltmeister, ist er sogar schon mal gesprungen, beim ISTAF nämlich. Und das jetzt hier also das zweite Aufeinandertreffen, aber da muss man kein Prophet sein, dass man sehr wahrscheinlich sagen kann, den Salto Nullo immer im Hinterkopf, dass dieses Duell doch eher zugunsten des US-Amerikaners ausgeht. Habt ihr euch mit ihm unterhalten, wie lange er ungefähr benötigt für sich? So, und wir sind bereit. Okay, dann geht's voll. Kai Kassier, 4,19 Meter. So, jetzt der zweite Versuch für Kai Kaczmarek, 4,90 Meter. Ah, nein, auch nicht. Ah, die hat er eigentlich drin. Also wie gesagt, er ist in diesem Jahr schon zweimal höher gesprungen in Neuwied und in Ratingen, 5,10 Meter. Allerdings, das muss man auch sagen, es zeichnet sich ein Muster ab, wenn man die Stabhochsprungwettbewerbe von Kai sich ansieht. Wie gesagt, beim Lotto-Deich-Meeting in Neuwied 4,80 Meter, dann bei der Stabhochsprung-Saisoneröffnung in Leverkusen 5,10 Meter, in Götzis beim Hypo-Meeting wieder 4,80 Meter und dann in Ratingen beim Mehrkampf-Meeting 5,10 Meter. Also es wäre nur folgerichtig, wenn da heute eigentlich wieder eine 4,80 stehen würde. Das geht schon nicht mehr. Die 4,70 steht da aber schon, das heißt, dieser Wechsel zwischen 4- und 5-Meter-Sprüngen, der wäre schon noch drin, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir hätten ihn hier schon gerne mal mindestens auf 4,90 und dann noch sehr viel lieber auch wieder über 5 bzw. 5,10 Meter. Kai Kaczmarek ist ja Polizeikommissar, gleichzeitig aber auch Student an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hat gesagt, da muss er auch noch was für den Kopf tun zwischendurch. Und das wollen wir auch nicht vergessen, es ist einer der besten Mehrkämpfer Deutschlands. Bei der Hallen-WM hat er eine überragende Leistung gezeigt. Nur Frank Busemann und André Niklaus waren damals besser und anschließend hat er seine Hallenbestleistung im Siebenkampf auch nochmal verbessert auf 6.238 Punkte. Und, das muss man ja auch sagen, Kai Kaczmarek, Sie haben es vielleicht im Fernsehen beobachtet, ist deutscher Meister 2018 im Fangen gewesen. Er war nämlich in der Sat.1-Show mit Luka Modric bei Catch dabei. Aber jetzt muss er erst einmal zeigen, was hier geht. Dritter Versuch, möglicherweise schon der letzte bei dieser Höhe auf jeden Fall. 4,90? Nee. Das war's. Kai verabschiedet sich schon. Leider schon. Ja, ein leichtes Kopfschütteln ist dazu vernehmen. Na klar, ist unzufrieden damit. Er weiß, er kann mehr. Hätte das auch gerne hier gerade vor heimischer Kulisse gezeigt. Aber ich habe es gesagt, er ist froh, dass er überhaupt dabei sein darf. Das ist hier gerade Trainer Jörg Groß, der da zu sehen gewesen ist. Aber ich glaube, wenn wir dann im Herbst Richtung Doha, Richtung Weltmeisterschaften gucken, ist das ein ganz großer Kandidat. Wir gucken rüber zum Interview. Dirk hat sich Kai geschnappt. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich eingeladen wurde, weil die Jungs springen echt super hoch. Und als Zehnkämpfer muss man ja 10 Disziplinen können, nicht nur eine. Und entsprechend ist es für mich natürlich eine Ehre, hier mitzuspringen. Und was sagst du hier zur Stimmung in Koblenz? Ja, super, dass das Publikum mitgegangen ist. Ich wäre gerne noch höher gesprungen. Aber ich bin gerade im Aufbau für Doha, für die WM. Und die ist erst in anderthalb Monaten und entsprechend fehlt noch ein bisschen die Form und die Anlaufkonstanz. Und ich bin zufrieden, dass ich heute erstmal 4,70 gesprungen bin. Ein bisschen höher wäre natürlich super gewesen. Und wie ist der Stand der Vorbereitung? Was dürfen wir im Zehnkampf noch erwarten dieses Jahr? Ja, eine Medaille wäre natürlich super, wenn das klappt bei der WM. Im Moment bin ich, glaube ich, in der Weltrangliste Fünfter. Aber die Vorbereitung läuft wirklich sehr, sehr gut. Schnelligkeit ist da, es fehlt nur noch ein bisschen die Konstanz. Ja, dann hoffen wir, dass die bis Doha noch kommt und wünschen natürlich alles Gute, toi toi toi, für unseren Mann in Doha, für Kai Kaczmarek, alles Gute. So, das ist also das Fazit von Kai Kaczmarek.
kurzer Fototermin mit Katharina Bauer und Trainer Leger Klima. Also Leger Klima, der Trainer von Katharina Bauer. Katharina Bauer ja eben bei den Damen mit 4,30 Meter neue Saisonbestleistung gesprungen. Jetzt hat sich auch hier groß links im Bild dazu gesellt. So, die neue Höhe ist dann gleich 5,20 Meter. Das heißt, wir haben hier für Kai Kazmierek ein bisschen niedriger angefangen. Und dann werden einige Höhen ausgelassen für den Lokalmatador. Und jetzt geht's weiter mit Daniel Clemens, dem dritten der deutschen Meisterschaften von 2014 und 2018. Jetzt zum ersten Mal im Anlauf, auf dem Steg unterwegs. Ah, und das hat nicht funktioniert. Das sah eigentlich schon richtig gut aus. Aber dann kam die Latte doch noch runter. Wollen wir uns nochmal anschauen in der Wiederholung. Ja, auch hier die Höhe ist da, hat uns Katharina eben schön erklärt. Und dann touchiert er die Latte doch leicht und sie fällt. Also Fehlversuch auch hier bei Daniel Clemens, der Erste. Aber wie gesagt, das haben wir heute ja schon gesehen. Der Erste ist zum Warmwerden. Nächster Springer jetzt hier, Sie sehen ihn schon, Gordon Porsch, LG Owag Friedberg Fauerbach, der deutsche Hallenmeister aus dem Jahr, der deutsche Hallenvizemeister, Entschuldigung, aus dem Jahr 2018 in Dortmund. Gordon Porsch, das ist auch so ein erfolgreiches Vater-Sohn-Gespann, muss man sagen. Ist hier mit 5,61 angereist, Lehramtsstudent aus Neuansbach. Es bleibt dabei. Der Erste hier ist zum Eingewöhnen, den gestehen wir einem jeden zu. Aber dann wollen wir doch in der Folge ein paar Höhen sehen. Bei den Damen eben, Stefanie Dauber ja, die Dame, auf die Verlass gewesen ist, bei den ersten vier Höhen. Wenn sie sprang, ist sie da auch stets direkt rüber gesprungen. Chloe Henry und Katharina Bauer, die mussten recht früh in den zweiten respektive in den dritten Versuch. Ja, und für diejenigen, die es nicht sehen konnten, sich aber fragen, wie ist es ausgegangen? Lisa Rüschig eben leider mit einem Salto Nullo, also ohne gültigen Versuch. Und die Kanadierin Alicia Newman, die hat sich durchsetzen können mit 4,50 Meter. Da wäre mehr drin gewesen, ist allerdings immer zu nah an der Latte gewesen. Aber die Höhe, die war da. Und jetzt sind wir hier im zweiten Versuch von Daniel Clemens mit dabei. Nee. Also die Jungs tun sich zum Start ein bisschen schwerer als die Damen vorhin. Ja, Daniel Clemens, der hat auch, eine Verletzungsvorgeschichte, hat die DM in Berlin in diesem Jahr leider verpasst, hat die Quali nicht abliefern können. Er hatte eigentlich ein Trainingslager in Südafrika und in der Türkei gemacht, war richtig fit, hatte einen Muskelfaserriss zu Saisonbeginn, hat er sich beim Pfingstsportfest in Rehlingen beim Warm-up zugezogen und dann war da eben noch das entzündete Gleitgewebe in der Achillessehne und deswegen muss er da jetzt langsam erstmal wieder zurückkommen. Und jetzt der zweite Versuch von Gordon Porsch, LG Owag Friedberg Fauerbach. Ja, oh, das hat funktioniert und auch mit richtig viel Platz. Also im zweiten. Über die 5,20 Meter, Gordon Porsch. Schauen wir rein.
freut er sich, sehen hier. Das hat er ganz gut gemacht, da war deutlich Luft. Und auch da schnell die Analyse natürlich. Was muss man gleich anders machen? Gordon Porsch mit, ja, dann glaube ich seinem Vater, der das da ist. So, und jetzt brauchen wir Koblenz so ein bisschen. Jetzt brauchen wir vielleicht auch sie zu Hause die Daumen drücken für Daniel Clemens. Das ist der dritte Versuch und wir hoffen, dass wir nicht auch hier schon bei den Männern einen deutschen Athleten mit einem Salto Nolo direkt wieder verabschieden müssen. Saisonbestleistung ist 5,25 Meter, glaube ich, ja, 5,25 und da ist er wieder nicht drüber. Also ist hier nah an seiner Saisonbestleistung eingestiegen, hat sich viel vorgenommen. Aber das hätte nicht sollen sein heute, wie Lisa Rüschig eben bei den Damen. Hier Daniel Clemens mit einem Salto Nullo. Ohne gültigen Versuch, ja, fällt von oben auf die Latte. Das darf ja nicht wahr sein, Daniel, der Athlet vom LAZ Zweibrücken. Der Schützling von Trainer Andrei Divoncic, Sportsoldat bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Mainz. Und da sehen Sie es, dreimal das X bei 5,20 Meter. Daniel Clemens muss sich schon verabschieden. Schade drum. So, die nächste Sprunghöhe, das sind, da wird es noch ausgemessen, da steht es jetzt auch, 5,30 Meter. Gordon Porsch wird diese springen. Der Schwede, Sverd Jakobsen-Melker. Und der Norweger, Sondre Guttormsson, lassen diese Höhe aus. Melker Sverd Jakobsen heißt er übrigens, so ist richtig rum. Die beiden lassen also diese Höhe aus. Und Sam Kendricks, der Weltmeister, der hat gesagt, nee, 5,30, ich versuche das mal. Ich will mich hier an diese mobile Anlage gewöhnen. Also den Weltmeister, den man mit der momentanen Weltjahresbestleistung, mit dem amerikanischen Rekord von 6,06 Meter, den sehen wir jetzt gleich bei 5,30 Meter schon mal. Also der will hier auf jeden Fall einen gültigen stehen haben. Und dann gucken wir aber gleich erstmal wieder auf Gordon Porsch. Ja, hier vorne rechts haben Sie ihn schon im Bild gesehen, Sam Kendricks aus den USA, aber jetzt geht unser Fokus natürlich nochmal auf Gordon Porsch. Auf den deutschen Hallenvizemeister aus dem letzten Jahr. Sein erster Versuch über 5,30 Meter. Nein, leider nicht. Bleibt dabei, wie eben, erstmal ein Fehlversuch. Gordon Porsch hier angereist nach Koblenz mit einer Saisonbestleistung und persönlichen Bestleistung von 5,61 Meter. Die ist er Ende Juli in Mannheim gesprungen, ist also noch nicht allzu lange her. Hat die DM im letzten Jahr verletzungsbedingt verpasst, eine Innenbandreizung gehabt. Im linken Sprungfuß gab es auch eine Ödembildung von einem Trainingsunfall. Das Resultat, da musste er sich auch erst wieder zurückfuchsen. Und dann ging es jetzt eben in diesem Jahr schon wieder ganz ordentlich hoch mit 5,61. Jetzt der erste Versuch bei 5,30 Meter. Hier ist der Weltmeister, hier ist Sam Kendricks. So, und das ist der Mann, auf den hier viele warten. Sam Kendricks, der Weltmeister, der Weltjahresbeste, 6,06 Meter, wie gesagt. Zählt jetzt dann schon zu den besten Stabhochspringern all time.
Renaud Lavigny in der Halle mal 6,16 Meter, Sergei Bubka natürlich unvergessen draußen mit 6,15 Meter und Aussie Fuka, der Australier mit eben diesen 6,06 Meter schon mal aus dem Jahr 2009. Und jetzt die Unterstützung zum ersten Mal aus Koblenz für Sam Kendricks. Ja, aber hallo, Sam Kendricks angekommen in Koblenz. Mit einem Wahnsinnssprung über die 5,30 Meter. Aber klar, der kann ja mehr als 70 Zentimeter höher, Sam Kendricks. Aber da sieht man schon, wie der sich hochschraubt und was da für ein Platz über der Latte ist. Also das ist gewaltig. Ich glaube, da erwartet jetzt auch der ein oder andere im Publikum heute Abend noch eine ganze Menge von dem US-Amerikaner, dem Amerika-Rekordhalter. Und ganz ehrlich, ich auch. Mal gucken, was da heute noch geht. So, da sehen Sie es, die Zuschauerränge, die haben sich auch ordentlich gefüllt. Hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein ist hier auch historisch gesehen ein Gelände, das man gerne mal besuchen kann. Ich habe es eben schon in unserem kleinen Trailer gesagt. Wir sind hier 118 Meter über dem Rhein, haben fantastischen Ausblick auf die Stadt Koblenz und aufs Deutsche Eck. Also da, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Die zweitgrößte Festung Europas ist das hier oben. Wollen wir natürlich gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, denn die Festung hier oben, die hatte auch geschichtlich viel Bedeutung, hat sie auch immer noch, ist ja auch mittlerweile unter anderem das Landesmuseum Koblenz mit einer vielfältigen Ausstellung, unter anderem ja auch zur Technikgeschichte oder zur Archäologie des Landes. Es gibt spannende Stationen, auch multimediale Inszenierungen und auch eine Jugendherberge ist hier oben beheimatet. Also kann man immer gerne mal vorbeischauen. Und jetzt drücken wir wieder die Daumen für Gordon Porsche. Sein zweiter Versuch über die 5,30 Meter. So, das ist sein zweiter Versuch. Ja, guck an! Gordon Porsche, wie eben über die 5,20 Meter, auch hier die 5,30 Meter im zweiten Versuch überquert. Also er bleibt dabei. Und Sam Kendricks, den haben wir schon gesehen, er ist drüber. Das heißt, wir gehen zur nächsten Höhe. Das sind dann gleich 5,40 Meter. Ja, und wie gesagt, ich sprach ja gerade über die Festung Ehrenbreitstein, die ja ursprünglich mal Ehrenbertstein hieß. Das geht zurück auf das Jahr 1000 nach Christus. Da hat sie nämlich der Konradiner Ehrenbert erbauen lassen, also daher auch diese Veränderung des Namens. Erst im Laufe der Zeit wurde dann aus Ehrenbertstein Ehrenbreitstein und geschichtlich hat sich hier oben wahnsinnig viel getan. Im 11. Jahrhundert war die Festung im Besitz des Trierer Erzbischofs Poppo, der hat die Anlage dann schon mal vergrößert. Im 12. Jahrhundert kam dann die Burg Helfenstein dazu, da hat sich der spätere Graf niedergelassen und im 15. Jahrhundert Erzbischof Richard von Greifenglaub, der für den weiteren Ausbau sorgte und das Ganze hier oben auch für die Artillerie sicherte. Und dann gab es zu Beginn oder auch im Rahmen des Dreißigjährigen Kriegs viele Besitzerwechsel. Irgendwann kamen die französischen Truppen hier auf die Festung und die haben sie dann 1801 auch sprengen lassen. Und dann lag das Ganze hier erstmal in Schutt und Asche, wenngleich dann 1815 nach dem Wiener Kongress dieses rheinische Gebiet der Kurtrierer zum Königreich Preußen überging. Und dann hat damals König Friedrich Wilhelm III. Den Ausbau Koblenz zur Festungsstadt befohlen. Und damit sind wir dann eben bei der Festung Ehrenbreitstein gelandet. Eine der größten Festungsanlagen Europas und mit den 14 Kilometern Umfang ist die Festung Ehrenbreitstein dann neben den Festungen in Gibraltar, Paris und Köln auch eine der bedeutendsten Festungen in Europa gewesen. Also Sie sehen zu Hause hier oben, wurde tatsächlich schon Geschichte geschrieben. Man kann die auch heute noch erleben. Ich habe es angesprochen, es gibt viele multimediale Erlebnisse drüben. Und es gibt auch noch die Kanone, die damals benutzt wurde, die damals eine der größten ihrer Zeit gewesen ist. Das ist die Kanone Vogelgreif. Auch die ist hier ausgestellt und auch die kann man noch besichtigen. Aber jetzt Schluss mit Besichtigen, jetzt schauen wir erstmal, wie es hier weitergeht. Gordon Porsche, den kennen Sie schon. Die Frage ist, wieder im zweiten Versuch, die 5,40 oder geht es jetzt auch direkt? Das wäre was, würden wir ihm wünschen, dem Athleten der LG Oberg Friedberg-Fauerbach.
Ja, es bleibt dabei. Im ersten geht das hier noch nicht. Hier haben wir die Wiederholung schon mit dem rechten Schienbein auf die Latte geknallt. Und jetzt sehen wir Sondre Guttormsen als nächstes, den Norweger. Ja, und der Schwede, der lässt noch ein bisschen auf sich warten. Der steigt dann erst bei 55 ein. Also alle im Bewerb, nur der Schwede dann gleich noch nicht. Da ist der Norweger im Bild. In den landestypischen Farben. So, das Publikum mal wieder Stimmung. Und das ist der erste Versuch. Sondre Guttormsen aus Norwegen. Der norwegische Meister zum ersten Mal hier im Anlauf. Ja, schau an, problemlos den Einstieg in den Wettkampf geschafft. 5,40 Meter. So, und er nutzt das hier voll aus. Sie sehen es schon, Sam Kendricks steht wieder bereit bei 5,40 Meter. Also ihm scheint es zu gefallen. Der nächste Sprung des Weltmeisters, Sam Kendricks. Also der ein oder andere hat gestern bei der Pressekonferenz gefragt, was ist denn dein Ziel morgen? Soll es vielleicht sogar der neue amerikanische Rekord werden, also so in Richtung 6,07 Meter? Oder was hat er sich vorgenommen? Ja, auch hier ohne Probleme. Also das ist unglaublich, was Sam Kendricks da macht. Da kann man wirklich nur staunen. Das ist gewaltig und er lässt sich feiern. Das hat er sich auch verdient. Und das ist toll, dass er hier springt, dass er auch diese Höhen springt und dem Publikum hier was anbietet. Also wie gesagt, gestern auf die Frage, was hast du dir vorgenommen? Sie sehen es hier, da ist massig Platz. Hat er gesagt, ich will einfach das Publikum begeistern. Es ist mir vollkommen egal, was da am Ende steht, ob das 5,82 sind, ob das 5,92 sind, ob das 6 Meter sind. Er will zeigen, dass er versucht, alles zu geben und dass er das Publikum begeistern will. Und ich glaube, das haben wir jetzt hier nach den ersten beiden Sprüngen schon gesehen. Das gelingt ihm richtig gut, dass er hier das Publikum mitnehmen kann. Das ist keine Frage. So, Gordon Porsche, der muss ja noch drüber über die 5,40 Meter. Ja, und wenn es so läuft wie eben, dann sollte er das jetzt im zweiten Versuch schaffen. Aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. Die 5,20 und die 5,30 jeweils im zweiten Versuch gemeistert, Gordon Porsche. Und was macht der Lehramtsstudent aus Frankfurt jetzt? In Berlin, Salto Nullo bei der Deutschen Meisterschaft, ohne gültigen Versuch, den Einstieg bei 5,31 Meter hat er nicht überqueren können. Jetzt ist er bei 5,40 Meter. Nee, dieses Mal nicht im zweiten Versuch. Also hier muss der dritte her. Jetzt hat er wieder einen kleinen Augenblick Zeit, denn er ist ja im Anschluss direkt wieder dran.
Ja, und ich schaue mal hier an meinem Monitor vorbei. Ich habe Kai Katzenbreck schon ausmachen können. Mal schauen, wann er zu uns kommt. Das war ja versprochen. Durchatmen und dann die volle Unterstützung für Gordon Porsche. Jetzt der dritte Versuch für ihn. So, jetzt der nächste Sprung von Gordon Porsche. Das ist ja schon der dritte über die 5,40 Meter und da muss er jetzt drüber. So, Gordon Porsche, der Athlet der LG Oberg-Friedberg-Fauerbach. Nee, das hat nicht funktioniert. Gordon Porsche verabschiedet sich an dieser Stelle auch. Und ich habe Besuch bekommen, den Kai Kazmirek. Der Zehnkämpfer ist zu mir gekommen. Er ist ja mit 4,70 Meter hier beim Festungsspringen eingestiegen und auch wieder ausgestiegen, denn die 4,90 Meter waren heute zu hoch. Du hast schon gesagt, du hattest Anlaufprobleme, Kai. Vielleicht kannst du uns erzählen, woran hat es bei dir heute genau gehapert? Ja, hallo erstmal. Also ich muss sagen, für mich ist das ganz, ganz neu, dass ich auf dem Steg springe. Und es federt ein bisschen, muss ich sagen. Und man hat auch das Gefühl, man läuft wesentlich schneller an, als es eigentlich ist, weil der ist ein bisschen erhöht. Und ja, normalerweise sind wir im großen Stadion, wo alles relativ flach ist. Von daher muss man sagen, eine neue Situation für mich. Aber ich denke, der Anfangshöhe kann ich erstmal zufrieden sein. Ja, es wäre, glaube ich, richtig fatal gewesen, wenn du dich hier als Local Hero ohne gültigen Versuch, also mit einem Salto Nullo, verabschiedet hast. Deswegen auf jeden Fall nachvollziehbar gut, dass da diese 4,70 Meter stehen. Ich glaube, der ein oder andere zu Hause überlegt sich jetzt, naja, Kai noch nie auf einem Steg gesprungen. Stabhochsprung sicherlich nicht, aber im Weitsprung schon mal in Nürnberg, nämlich bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Marktplatz, richtig? Ist das vergleichbar? Ja, man kann das schon vergleichen, muss man sagen. Weitsprung ist ähnlich wie Stabhochsprung, man muss auch relativ schnell anlaufen und dann einfach versuchen abzuspringen. Im Stabhochsprung muss man halt dann noch die Tiefe gewinnen und deswegen muss der Absprung noch ein bisschen besser passen als beim Weitsprung. Das hat einfach ein bisschen gefehlt heute, muss ich einfach sagen. Die Höhe war da, allerdings muss man natürlich auch auf die Matte kommen und will man nicht im Einstichkasten landen. Ja, das ist ganz richtig, denn auch da gibt es ja leider immer mal wieder Unfälle, haben wir eben auch mit Katharina Bauer schon drüber gesprochen, 2008 Julia Hütter beispielsweise, die fiel aus 4,50 Meter ungeschützt in den Einstichkasten, hatte einen Kreuzbandriss und eine Knochenabsplitterung im linken Sprunggelenk zur Folge, sowas wollen wir natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, es passiert ja immer mal was, Stabbruch, das ist bei dir auch diese Saison schon ein Thema gewesen und das in einem Mehrkampf, ja? Und Stabhochsprung ist ja die achte Disziplin, das heißt zwei kommen noch. Wie geht man im Kopf damit um? Nimmt man das so mit, weil irgendwas ist vielleicht schon das einen, das ein Ticken weit belastet. Ja, man muss versuchen, wirklich den Kopf auszuschalten. Man macht ja wirklich tausende von Trainingssprüngen und das Material, der Stab hält. Und man muss darauf vertrauen, dass dieser Stab jetzt einmal vielleicht eine Macke hat oder wirklich einfach ausgenutzt ist, weil er zu alt ist. Und da muss man halt sagen, okay, ich nehme jetzt den nächsten Stab und der wird jetzt wieder 10.000 Sprünge halten. Und man darf jetzt nicht denken, okay, der wird jetzt den nächsten wieder kaputt gehen. Von daher wird das. Ich glaube, wenn du deinen Zehnkampfkollegen Matthias Brugger fragen wirst, der wird dir was anderes erzählen, nämlich ist der Stab nämlich in Götzis 2018 gebrochen und irgendwie knappes Jahr später dann im Training schon wieder. Also so kann es auch gehen. Aber jetzt schauen wir erstmal wieder rein. Wir sind jetzt dann gleich bei einer Höhe von 5,50 Meter. Ich habe eben schon unseren Zuschauern zu Hause erzählt, du bist einmal schon, glaube ich, beim ISTAF nämlich in Berlin gegen den US-Amerikaner Sam Kendricks gesprungen. Erzähl vielleicht den Zuschauern zu Hause, was ist das für ein Typ, der wirkt wahnsinnig locker und bietet hier natürlich auch mit seinen Sprüngen über 5,30 und 5,40 den Zuschauern auch eine Menge an. Also wirklich ein super Typ, super locker drauf und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ich denke, er hat eine gewisse Routine und auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Er ist jetzt US-amerikanischer Meister geworden, hat eine neue Bestleistung aufgestellt und da kann man mit wirklich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein in den Wettkampf gehen.
Ja, das glaube ich. Das ist jetzt erstmal Melkersvärd Jakobsen aus Schweden, der dritte der Hallen-Europameisterschaften aus Glasgow. Das ist jetzt sein erster Sprung. Also er tatsächlich der, der sich hier am längsten Zeit gelassen hat. Man hatte ja vorher vermutet, naja, der Weltmeister Sam Kendricks, das wird der letzte sein, den wir hier sehen. Aber nein, Pustekuchen. Es ist Melkersvärd Jakobsen. Ja, der hier ohne Probleme über die 5,50 Meter geht. Kai, gibt es an dem Sprung irgendwas auszusetzen? Ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Das war der erste Sprung und man hat eine sehr lange Wartezeit gehabt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Man nimmt doch am Anfang immer ein bisschen einen weicheren Stab, bedeutet, der Stab hat verschiedene Härten. Ich denke mal, er wird jetzt für die nächsten Sprünge einen härteren Stab nehmen und wird dann noch ein bisschen mehr Höhe rausholen können. Genau, denn für die Zuschauer zu Hause zu wissen, ganz wichtig, ihr könnt auch im Wettkampf immer auf härtere Stäbe wechseln. Der weichere lässt sich logischerweise leichter biegen, katapultiert einen aber dann in der Folge nicht so hoch hinaus. Deswegen, wenn es dann an luftige Höhen geht, der Stab umso härter. Was dich angeht, muss man auch sagen, eigentlich passt die Leistung heute so ein bisschen ins Bild. Ich habe mal nachgeschaut. Lotto Deich Meeting Neuwied 4,80, Stabhochsprungeröffnung Leverkusen 5,10, dann in Götzis 4,80, Ratingen 4,10, beziehungsweise 5,10 und jetzt steht die 4 wieder vorne. Also irgendwie so eine kleine Berg- und Talfahrt im Stabhochsprung ist schon. Also vor Doha jetzt keinen Stabhochsprung-Wettkampf mehr machen, dann wissen wir schon, die 5,10 stehen mindestens, oder? Ich denke schon. Also wir sind jetzt voll im Training und von daher muss man auch wirklich einfach schauen, dass man jetzt keine 5 Meter springt, sondern einfach nicht die Form dafür hat. Die wird jetzt in den nächsten Wochen kommen. So, und jetzt schauen wir dazu. Sam Kendricks steht wieder bereit. Bei 5,50 Meter. Sondre Guttormsen lässt diesen Sprung ja aus, diese Höhe aus. Ja, und das macht er wieder überragend. Jetzt muss man sich fast schon überlegen, springt er sich jetzt müde, Kai? Definitiv nicht. Also er hat wirklich so viel Routine und so viel also Belastungsfähigkeit, dass er wirklich sehr viele Sprünge auch absolvieren kann. Und ich muss ja sagen, er hat ja bis jetzt jeden Sprung im ersten Versuch gemeistert. Also da wird kann noch ein paar Sprünge machen. Ja, und wir sehen auch hier, der bietet den Zuschauern wirklich eine richtig gute Show. Daumen nach oben, immer am Winken, ganz fescher, lockerer Typ. Auch gestern bei der Pressekonferenz, da warst du ja auch. Also der ist wirklich richtig gut drauf und hat ja gesagt, ich glaube, das geht dir ähnlich. Es ist einfach cool, hier zu springen. Das müssen nicht 6 Meter sein, das müssen keine 5,90 sein. Wenn es 5,80 sind, die Zuschauer Bock haben und verstehen, dass er das Beste zeigen konnte, was er wollte, dann ist das eine rundum gelungene Veranstaltung für euch. Definitiv. Also er springt wirklich wunderschön. Also da ist technisch wirklich gar nichts auszusetzen. Das ist wirklich eine Augenweide. So, es wird wieder ein bisschen nachgemessen, denn wir gehen schon auf die neue Höhe. Wir haben ja noch 3 Athleten im Bewerb. Zum einen Melkersvärd Jakobsen, Sondre Guttormsen und eben Weltmeister Sam Kendricks. Er gibt uns gleich wieder ein bisschen Gelegenheit, noch weiter zu quatschen, während hier die neue Höhe ausgemessen wird. Ja, da dauert es noch einen kleinen Augenblick, Kai. Das gibt uns Gelegenheit, nochmal ein bisschen auf den Zehnkampf zu sprechen zu kommen. Persönliche Bestleistung 8.580 Punkte. In Rio gab es Rang 4, bei den Olympischen Spielen, bei der WM Rang 3. Ihr habt damals ein bisschen gewitzelt, du und der Kollege Rico Freimuth. Wir können es beim nächsten Mal ja andersrum machen. Ist also das erklärte Ziel für Doha dann Rang 2 mindestens? Ja, Rico ist ja leider nicht mit dabei, verletzungsbedingt. Diesmal ist der Niklas Kau dabei und der Tim Nowak. Auch zwei super Athleten und ich denke, besonders der Niklas Kaul hat große Chancen auf eine Medaille. Und von daher, wir werden wieder unser Bestes geben und wir werden auch wieder versuchen zu zeigen, dass hier deutsche, nicht nur deutsche Spitze, sondern auch Weltspitze sind. Und wenn wir dann wirklich Platz 2 und 3 belegen, dann ist es wirklich eigentlich egal, welche Medaille man nach Hause bringt. Ja, aber 2 deutsche Medaillen, das wäre auf jeden Fall wieder schick. Da glaube ich, würden sich einige drüber freuen. Und bei dir muss man eigentlich auch das sagen, was man jetzt wahrnimmt. Es kommt wahnsinnig viel einfach nach, gerade im Zehnkampf. Du bist ja auch schon bei der U23 EM 2013 in Tampere quasi über dich hinausgewachsen, hast dort Gold geholt. Und Gleiches machen die Kollegen Kaul und wie sie alle heißen jetzt ja auch. Also der deutsche Zehnkampf, der kann sich in der Welt sehen lassen. Und ich glaube, wenn man den Namen Kai Katzenreck oder Rico Freimuth
Helmut oder Michael Schrader oder wie sie alle heißen, Niklas Kaul auf irgendeiner Liste sieht, Tim Novak, man bekommt schon so ein bisschen Respekt und glaubt, auf die Jungs muss ich aufpassen. Das habt ihr euch verdient. Definitiv. Also der deutsche Zehnkampf, der lebt, muss man einfach sagen. Also wir hatten natürlich auch mal zwischenzeitlich ein Loch, aber im Moment sieht es wirklich super aus. So, und jetzt schauen wir mal, ob es auch so super aussieht bei unserem Norweger. Bei Sondre Guttormsen. Naja, sieht es. Der im ersten Versuch über 5,60 Meter. Einmal Hand aufs Herz, ist das eine Höhe, die für dich im Bereich des Machbaren wäre, wenn du dich noch mehr auf Stabhochsprung konzentrieren würdest, oder ist das tatsächlich Tagträumerei? Definitiv. Also ich bin im Training schon 5,30 Meter gesprungen über die Latte. Sind definitiv Höhen, die man angehen könnte, wenn man sich auf den Stabhochsprung spezialisiert. Das beste Beispiel ist der Torben Blech, auch ein ehemaliger deutscher Zehnkämpfer, der hatte letztes Jahr mit Zehnkampf aufgehört und dieses Jahr sich auf den Stabhochsprung konzentriert, hat sich dann von 5,40 Meter auf 5,80 Meter gesteigert, ist jetzt der beste Deutsche zusammen mit Raphael Holzdeppe und hat sich auch für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Also wirklich ein super, super Typ. Also bei dir möglicherweise auch Karriere nach der Karriere dann im Stabhochsprung? Ich denke nicht, nein. Ich bleibe beim Zehnkampf. Ich hatte es fast gedacht. So, dann schauen wir auf Sam Kendricks. Er steht jetzt zum vierten Mal bereit. Der Weltmeister, der Jahresbeste, 6,06 Meter, Amerika-Rekordhalter. In Des Moines ist er sie gesprungen, in den Vereinigten Staaten. Geboren in Oxford, Mississippi. Ja, und der macht hier seine Show. 5,60 Meter, ohne Probleme. Da lässt sich feiern, das ist verdient. Sehr, sehr schöner Sprung, muss ich sagen. Auch wieder technisch einwandfrei. Ich denke, er wird jetzt bald nochmal den Stab wechseln, nochmal auf einen härteren Stab gehen, um da vielleicht nochmal in höhere Höhen anzugreifen. Ja, Stabhochsprung, du sprichst die Härtegrade des Stabs an, ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, die komplexeste Disziplin in der Leichtathletik schlechthin. Die Springer halten, das haben die Zuschauer vielleicht jetzt auch schon zu Hause an den Bildschirmen gemerkt, den Stab in der Hand des Absprungbein entgegengesetzten Seite, also so ein bisschen spiegelverkehrt. Und dann kann man das Ganze, den Bewegungsablauf, in verschiedene Phasen einteilen. Den Anlauf, diesen Einstich, Absprung, diese Phase, das Eindringen, das Aufrollen, die Lattenüberquerung und die Landung. Was ist tatsächlich so das Komplexeste, wo man am ehesten aufpassen muss? Ist es diese Drehung beim Hochschrauben, dass man genau passend über die Latte kommt? Oder sagst du, ja, genau unten den Einstichkasten wirklich perfekt zu treffen, das ist auch schon anspruchsvoll. Was ist tatsächlich die größte Schwierigkeit? Die größte Schwierigkeit für mich persönlich ist wirklich der Absprung. Also heißt, da muss diesen Absprung wirklich treffen. Man muss bedenken, dieser Kasten ist nicht sehr, sehr breit. Also vielleicht 30 cm breit. Man läuft da wirklich mit Vollspeed drauf und muss dann versuchen, diesen Stab, der 5 Meter lang ist, teilweise sogar länger, dann wirklich in diesen Einstichkasten zu stecken. Und das ist natürlich die große, große Schwierigkeit. Und es kommt da nicht wirklich nur auf so 10 cm an, es kommt da wirklich auf den Zentimeter genau an, dass man wirklich bei 4,30 Meter bzw. 4,35 Meter abspringt. Ja, das ist verständlich. Wir sehen hier nochmal die Sponsoren des heutigen Tages, und die ist natürlich gar nicht möglich gewesen, wer überhaupt so viele Top-Athleten hier nach Koblenz zum ersten Festungsspringen zu holen. Die Seilbahn Koblenz hier, der Hauptsponsor ZF und natürlich auch Lotto Rheinland-Pfalz oder die IKK Südwest. Es gibt aber, Kai, was das Stabhochspringen angeht, ja auch immer mal wieder ein paar Regeländerungen. Der Weltrekorder Sergej Bubka mit 6,15 Meter, unvergessen, der Ukrainer natürlich, aber 98 kam irgendwie dazu, man darf die Latte nicht mehr mit der Hand berühren, also sie nicht während dem Sprung auflegen. Dann 2002 wurde die Auflageflächen für die Lattenenden verkürzt und dann wurde auch irgendwann die Versuchszeit mal verringert auf eine Minute, wenn man normal im Bewerb ist. Und ein Schelm, wer Böses denkt, mitinitiiert hat diese Regeländerung, wer Sergej Bubka als Sportfunktionär, auch deswegen hat sein Weltrekord dermaßen lange Bestand. Ist das trotzdem was, wo du vielleicht auch, wenn du jetzt gar nicht selber im Bewerb bist, das Ganze mitverfolgst, wo du vielleicht auch siehst und mitfieberst, naja, ein Renaud Lavigny, der hat in der Halle schon mal die 6,16 gesprungen oder jetzt auch hier draußen mit Sam Kendricks, dass du sagst, ich habe einfach auch Bock, den anderen Jungs beim Springen zuzugucken. Definitiv, also ich liebe es wirklich, den Leuten zuzugucken beim Springen, das ist wirklich eine Augenweide, das macht riesengroßen Spaß. Und jeder, der oben schon mal auf dem Fünfer gestanden hat, im Freibad oder im Schwimmbad, der weiß, wie sich das anfühlt. Und da muss man sozusagen kopfüber da runterspringen. Also es ist wirklich technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Vollzieht dann fast noch eine halbe Schraube. Und teilweise springen die Jungs sogar 6 Meter. Also
Das ist schon nicht ganz ungefährlich, muss man sagen. Ja, also ich gehe nicht auf den Fünferturm im Freibad, das sage ich an der Stelle auch ganz ehrlich. Aber naja, so, jetzt ist wieder so ein bisschen taktieren, wer springt, wer lässt aus. Es wird... Nee, Melkers wird Jakobsen mit einem Fehlversuch bei 5,65. Und Sam Kendricks, der Weltmeister, lässt die 5,65 aus. Und dann sind wir beim zweiten Versuch. Das ist Schweden. Svet Jakobsen, in diesem Jahr bei den Hallen-Europameisterschaften Bronzemedaillengewinner. Auch schwedischer Hallenmeister in diesem Jahr ist er geworden. Die Freiluftmeisterschaften haben dort noch nicht stattgefunden. Und auch in Berlin war er letztes Jahr dabei, bei den Europameisterschaften ebenso wie bei den Olympischen Spielen in Rio. Und jetzt ist er hier in Koblenz und macht sich bereit. Gleich für seinen zweiten Versuch bei 5,65. Versuchszeit läuft jetzt noch 2 Minuten an der Zeit, um sich vorzubereiten auf diesen Versuch. Melker Svet Jakobsen. So, der Pekings Publikum hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein. Sie sehen es auch hier aus der Perspektive ganz schön. Da haben sich einige versammelt, die dem Event hier beiwohnen möchten, die den Weltmeister und Co. hier unterstützen. Und jetzt kommt der zweite Versuch von Melker Svet Jakobsen, dem Bronzemedaillengewinner der Hallen-Europameisterschaft aus Glasgow zu Beginn dieses Jahres. Vierfacher nordischer Champion, dreifacher schwedischer Meister. Übrigens Medizinstudent. Und jetzt hat er's. Nee, doch nicht. Da kommt die Latte noch. Also zweiter Fehlversuch, das haben wir eben bei den Damen auch schon öfter gesehen. Da hatten wir eigentlich das Gefühl, das hat gut geklappt. Und dann fällt die Latte doch. Kai, was war jetzt hier das Problem? Wir sehen es sicherlich gleich auch nochmal in Slow Motion. Da kommt die Wiederholung. Ja, man sieht, er hat halt wirklich sehr, sehr viel Tiefe. Er springt sehr weit in die Matte rein. Das Ziel ist natürlich, möglichst hoch zu springen. Das heißt, man darf den Ständer, also wo die Latte aufliegt, um 80 cm verschieben. Das heißt vom Nullpunkt, wo der Einstichkasten ist, 80 cm nach hinten. Er wird jetzt entweder den Ständer ein bisschen nach vorne holen, was man jetzt hier rechts sieht. Er hat, glaube ich, jetzt mit dem Kampfrichter gesprochen und wird den Ständer ein bisschen rausdrücken, beziehungsweise den Stab wechseln. Von der Matte weg. Genau, von der Matte weg. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich auch klappen alles. Ja, drücken wir die Daumen. Er ist auch direkt wieder dran, denn die anderen lassen diese Höhe aus. Und wir haben auch gesehen, dass Sondre Guttormsen die 5,65 Meter auslassen wird und auch die 5,70 Meter. Also Sondre, ich glaube, der will hier ein bisschen Sam Kendricks vielleicht die Show stehlen und einfach vorne um den Sieg mitspringen, hofft, dass der US-Amerikaner vielleicht irgendwo patzt und dass er dann am Ende der glückliche Gewinner sein kann, der norwegische Meister. So, mit 5,80 Meter angereist und da geht es dann langsam in diese Richtung. Anlage jetzt wieder freigegeben für den dritten Versuch des Schweden von Melker Svet Jakobsen. Ja, und Sondre Guttormsen, über den wir gerade gesprochen haben, der jetzt erstmal 2 Höhen auslässt. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, Kai. Der hat auch schon mal einen Zehnkampf gemacht. 6.191 Punkte, also schon noch ein bisschen unter deiner Leistung, hat hier und da eine Disziplin, wo er wirklich massig Punkte liegen lässt. Ich glaube, im 100-Meter-Sprint steht da eine 12,5. Natürlich dann für einen Mehrkampf nicht von großem Vorteil, aber
mit so Sachen im Stabhochsprung, wenn man sich dann auf 85 schraubt, dann macht man schon ordentlich Boden gut, du weißt es ja. Du bist ja auch beim Springen, wenn du sonst mal auf anderen Wettkämpfen unterwegs bist, nicht im Mehrkampf, einer, der lange warten muss, bis er überhaupt dran ist. Also eigentlich genau andersrum wie heute. Heute hast du den Anfang gemacht und auch dann zu Beginn den Stab weggelegt, als die anderen dazugriffen. Wie schwierig ist das, das im Kopf mitzumachen, zu sehen, da springen die anderen schon eine Stunde, vielleicht auch zwei. Dann, wenn man Pech hat, wenn es blöd läuft, verändert sich das Wetter auch noch. Es wird irgendwie, die Sonne wird weniger, es fängt an zu regnen. Ist dir auch alles schon passiert? Wie schwierig ist das? Ist natürlich sehr, sehr schwierig, so eine lange Pause zu haben. Man springt sich ja ganz normal mit den anderen Athleten ein und hat dann wirklich 2 Stunden Pause, wenn nicht sogar länger. Und dann einfach wieder sich warm zu halten ständig und wirklich sich zu konzentrieren, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Und meistens ist es dann auch so, dass der erste Versuch vielleicht nicht ganz so schön ist. Man hofft einfach darauf, dass er dann drüber geht und dass man sich wirklich in den Wettkampf reinfuchst. Mhm. Guckst du dann tatsächlich immer zu? Da hast du irgendwie Musik dabei auf so Wettkämpfen, jetzt außerhalb, mal abgesehen deutschen Meisterschaften, in große internationalen Events? Oder bist du wirklich im Tunnel und kriegst gar nichts mit? Ich versuche möglichst im Tunnel zu bleiben und nichts mitzubekommen. Ich lege mich dann meistens nochmal hin oder versuche dann wirklich mich abzulenken, aber möglichst die Sprünge der anderen nicht zu beobachten. Wenn es natürlich dann in die Richtung geht, wo ich dann einsteige, ist natürlich so, dass ich den Wettkampf beobachte, damit ich auch weiß, wann ich dran bin. Das ist nachvollziehbar. So, jetzt der dritte Versuch. Jetzt brauchen wir die Unterstützung der Koblenzer für Melker Svärd Jakobsen aus Schweden und natürlich auch das Daumendrücken von Ihnen zu Hause hier im dritten über 5,65. Vielleicht bleibt er dabei, dann wird es ein Dreikampf. Nein, er wird es nicht. Schade, der Schwede verabschiedet sich. Jetzt hat er wunderbar die Höhe gehabt, aber leider die Tiefe nicht. Also genau das Gegenteil vom letzten Sprung, wo er wirklich die Höhe hatte, aber die Tiefe, andersrum. Also die Tiefe gehabt, aber die Höhe leider nicht. Also wirklich schade. Also wenn er noch einen vierten Versuch hätte, wir das schaffen. Ja, das ist glaube ich auch ganz schwierig, weil einfach da ja noch weniger Einsprung wie der andere ist. Ne? Man kann eine Sache verändern oder sagt, ich springe einfach anders und lass alles so, wie es da ist. Und dann ändert es man, holst den Ständer vielleicht ein Stück weiter von der Matte weg und dann springst du doch mit mehr Tiefe. Der Teufel ist ein Eichhörnchen manchmal, ne? Ja, mit dem Schienbein schon. Jetzt hat er wunderbar die Höhe gehabt, aber leider die Tiefe nicht. Ja. Aber trotzdem, wenn man da so reinsieht, der Blick in die Gesichter, man sieht, die Zuschauer, die sind richtig begeistert von dem, was ihr da tut. Also sieht man ja auch nicht alle Tage und dann vor allen Dingen die Athleten wirklich so nah zum Anfassen, direkt hier wirklich griffbereit an dem Steg. Hast du schon Autogramme geschrieben, Bilder gemacht mit den Fans am Rand? Ja, es macht auch super Spaß, wenn man so nah dran ist. Manchmal ist es ja so, dass man im Stadion doch relativ weit weg sitzt und einfach dieses Persönliche hat jetzt hier vor Ort und ich denke, dass es ein super Format ist. Und man sollte öfters sowas machen, auch nicht nur mit Stabhochsprung, sondern auch mit Weitsprung, Kugelstoßen und anderen Disziplinen. So, dann geht es jetzt weiter mit 5,75 Meter. Die Norm für die Weltmeisterschaft in Doha ist ja 5,71. Die haben die beiden, die hier im Wettkampf verblieben sind, Sondre Guttormsen und Sam Kendricks, längst schon inne. Aber das soll sie natürlich nicht davon abhalten, heute auch nochmal darüber zu springen. 5,75, jetzt haben wir einen Zweikampf. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht kann das jetzt eine Rolle spielen, weil Sam Kendricks, der hat schon 4 Sprünge gemacht, Sondre Guttormsen erst 2. Kann das am Ende so ein Wimpernschlag sein, der da das Entscheidende? Es kann natürlich so sein, aber ich denke nicht, die beiden sind wirklich so belastungsverträglich, dass sie da auch 10 Sprünge hintereinander wegmachen können. Jetzt zwischen 2 und 4, da sind wirklich noch ganz wenige Sprünge. Wirklich anfangen zu zählen sollte man wirklich erst, wenn es dann über 10 ist. Mhm. So, er steht jetzt wieder bereit. Aber ist natürlich auch gerade hier auf der Festung Ehrenbreitstein tolles Ambiente mit euch. Und du bist ja der Region seit über einem Jahrzehnt verbunden. Also du hast ja auch schon, das überrascht viele vielleicht, du bist ja, das wissen sie zu Hause, sicherlich, wenn sie den einen oder anderen Zehnkampf verfolgt haben, so der Sprint-Sprung-Experte mit den Wurf- und Stoßdisziplinen, da musst du immer ein bisschen abreißen lassen, aber auch das wird ja immer besser. Aber du bist auch sogar schon deutscher B-Jugendmeister im Hochsprung gewesen, 2008 ist schon ein bisschen her, 11 Jahre, Dritter bei den deutschen Hallenwaldsprung-Meisterschaften 2018 gewesen und auch 2009 Bronze bei den A-Jugendmeisterschaften im Weitsprung geholt. Wie kommt man, wenn man so einen Erfolg hat, dann hin zu sagen, hey, Zehnkampf kann ich noch besser, ich springe einfach nicht mehr? Ja, es macht einfach Spaß, Zehnkampf zu machen und von daher möchte ich immer dabei bleiben. Und ich mag es nicht, wenn ich wirklich nur eine Disziplin mache, weil es einfach zu eintönig ist.
Also die Langeweile. Ich glaube aber, die kommt jetzt bei den Jungs nicht auf. Da fiebern wir auch hier fleißig weiter mit bei Sondre Guttormsen aus Norwegen, dem norwegischen Meister. 20 Jahre alt erst. Und ja, hier mit seinem ersten Fehlversuch des heutigen Tages bei dieser Höhe von 5,75 Meter. Die 5,71, die persönliche Bestleistung, hat er ja in Bygdosz gesprungen, also in Polen. Das heißt, kommt er hier drüber, geht er mit einer neuen persönlichen Bestleistung nach Hause. Aber es ist krass, ich habe mal nachgeschaut, die 5,71 von Sondre, wenn man in die Weltrangliste der IAAF schaut, dann ist das momentan Rang 26. Oh. Also das ist, das spricht für die Qualität im Stabhochsprung. Definitiv. Allerdings, wir wissen das ja, du weißt es, die Zuschauer zu Hause wissen es auch, da kann sich schnell mal richtig viel tun. Also wenn man zurückdenkt an Steve Fuka damals mit nur 2 Sprüngen zum WM-Titel, irgendwie verletzt, musste lange warten, hat so lange gewartet, bis er wusste, wenn ich jetzt springe, dann gewinne ich auch. Und dann hat es geklappt. Also das ist schon echt so eine Sache, da kann man gamblen, also so richtig mit dem Feuer spielen. Und ich glaube, wenn er das hier gewinnen muss, dann muss er das auch genauso machen, oder? Ich denke auch. Also er muss jetzt wirklich versuchen, ein bisschen zu pokern. Wenn jetzt Sam drüber springt, muss er wirklich wahrscheinlich wieder auslassen, weil es geht jetzt nicht mehr um 10 cm, es geht jetzt wirklich nur noch um 5 cm und das dürfte auch machbar sein für ihn. Ich bin sehr gespannt. Also jetzt ist Feuer drin. Sam Kendricks, der Nächste. Der Weltmeister und Hallen-WM-Zweite aus Birmingham. Dritter bei den Olympischen Spielen in Rio gewesen mit 5,85. Sam Kendricks. Nee. Leider nein. Dieses Mal nicht. Die 5,75, sein erster Fehlversuch. Also die beiden hier bei dieser Höhe im Gleichschritt. Beide ja über 5,60, beide jetzt mit einem Fehlversuch. Na, wenn der Zufall so will, haben wir am Ende sogar 2 Siege. Mal schauen. So, da sehen Sie es zu Hause, die weiße Fahne. Das heißt, die Anlage ist freigegeben. Ja, die beiden haben da, glaube ich, kurz gerade miteinander gesprochen. Und jetzt Sondre Guttormsen wieder. Zweiter Versuch. Mit seinen 5,80 ist er schon Elfter in der aktuellen Weltrangliste. Die alte persönliche Bestleistung, bevor die 5,80 Meter gesprungen ist, die kommt aus Berlin. Da ist er nämlich 5,75 gesprungen im vergangenen Jahr. Und jetzt nimmt er gleich hier den Stab auf für seinen zweiten Versuch über 5,75 Meter. Und da haben Sie es gesehen, das sind alles faire Sportsleute auch. Sam Kendricks feuert da Sondre Guttormsen an und er will hier die Koblenzer Unterstützung haben. So, und auch Sam Kendricks animiert hier das Publikum. Und da sind natürlich, Sie sehen es so aus, die Handys gezückt, das nimmt man auf. Die Leichtathletik-Stars der Welt hier zum Anfassen im Stabhochsprung, das hat man nicht alle Tage. Ja, ein sehr, sehr schöner Sprung. Man sieht, dass da sehr viel Speed drin ist, sehr viel Geschwindigkeit. Jetzt muss er dir noch einen Stab bekommen. Ich denke, er muss ihn wirklich eine Nummer härter nehmen, damit er noch ein bisschen mehr Höhe rausholt. Aber wirklich unglaubliche Geschwindigkeit. Ja, ärgert sich da auch ein bisschen. Ist das eine Sache, wo man auch als Athlet ins Grübeln kommt, jetzt bei nur noch einem Versuch, sich zu überlegen, nehme ich eine Nummer härter oder versuche ich es nochmal mit dem, weil eigentlich war es ja schon ganz okay?
Also man hat jetzt genau gesehen, er ist wirklich in die Latte reingesprungen, unter die Latte durch. Das bedeutet immer wirklich, er hat sehr viel Geschwindigkeit und einen zu weichen Stab. Er muss also, der Stab wird immer in Flex gemessen, heißt von der Biegung her. Man muss dann wirklich eine Nummer härter nehmen und ich denke, dann kann er es auch schaffen. Ja, drücken wir die Daumen gleich beim letzten Versuch. Da ist er wieder, der Weltmeister Sam Kendricks. Zweiter Versuch von 75 und die Frage ist, bewegen sich die beiden Herren weiterhin im Gleichschritt oder legt der Weltmeister jetzt vor? Er legt vor. Ja, Kai, da kann man nicht viel meckern, oder, bei dem Sprung? Da kann man wirklich nicht sehr viel meckern, also wirklich ein sehr, sehr schöner Sprung. Schauen wir nochmal gleich auf die Zeitlupe. Ja, und ich glaube, der fühlt sich wohl, okay, bei uns in Koblenz, oder? Er fühlt sich auf jeden Fall wohl, also. Er macht ja seine Mätzchen auch mit dem Publikum, da die Zeitlupe. Ja, also man hat gesehen, er hat auf jeden Fall die Höhe, er hat auch nicht das Timing noch nicht so hundertprozentig über der Latte gepasst. Ich denke, er kann auf jeden Fall heute 5,90 Meter oder höher springen, wenn er es noch hinbekommt, wirklich über der Latte ein bisschen sauberer zu arbeiten. Aber ansonsten ein sehr, sehr schöner Sprung. So, und dann sind wir jetzt gespannt. Bleibt's dabei, dass wir hier Sam Kendricks gleich alleine sehen oder gesellt sich Sondre Guthormsen mit einer neuen persönlichen Bestleistung dazu? Wenn er hier über die 5,75 springt, dann geht's gleich mit 5,80 weiter. Und die 5,80, das wäre dann die Einstellung der persönlichen Bestleistung von Sondre Guthormsen. So ist es richtig. Dieser nämlich zuletzt auch in Leverkusen gesprungen am Ende Juli. Und der muss jetzt erstmal über die 5,75. Der dritte Versuch, Daumen drücken zu Hause für Sondre Guthormsen aus Norwegen. Gerade auch frisch Vierter der U23-EM geworden in Schweden. Der norwegische Meister, allen EM-Sechster. Er muss jetzt hier die Nerven haben. Er sieht auf jeden Fall, er will. Er ist richtig aggressiv jetzt und will jetzt wirklich da drüber springen. Er will jetzt hier gewinnen. Nein. Warum hat das nicht geklappt, Kai? Ich denke mal, er hat den Stab gewechselt. Er hat gesehen, er hat eine sehr, sehr hohe Höhe rausholen können. Hat jetzt ein bisschen wenig Tiefe gehabt. Ich denke, wenn er auch einen weiteren Sprung gehabt hätte, würde er wirklich diese Höhe springen. Aber es ist immer schwierig, im letzten Versuch den Stab zu wechseln. Ja. Ist das eine Sache, die du, hab's auch eben Katharina schon gefragt, im Wettkampf der Frauen, die du ja, für dich entscheidest oder sprichst du das mit deinem Trainer ab und der sagt, nee Kai, jetzt mach nochmal mit dem oder sagst du, ich habe einfach kein gutes Gefühl mit dem, ich nehme jetzt einen anderen? Wer entscheidet? Letzten Endes endgültig entscheidet natürlich immer der Athlet, der auf dem Platz steht, aber der Trainer hat natürlich seine Gründe, dem Athleten zu sagen, jetzt wechsel doch bitte den Stab. Also er sieht das ja ganz sehr von außen und als Athlet kann man nur noch nach dem Gefühl arbeiten und von daher ist es wirklich so, dass man auf den Trainer hören sollte. Ich wollte gerade sagen, weil Katharina hat nämlich gesagt, Trainer ist Chef, also wenn der sagt, du nimmst den, dann nimmt sie den auch. Aber na klar, das Gefühl der Athleten spielt natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Ja, jetzt ist die Frage, was glaubst du, wie lange sehen wir Sam Kendricks noch? Wir werden jetzt sehen, er darf sich ja jetzt die Höhe sozusagen aussuchen als letzter Springer. Ich bin gespannt, welche Höhe er sich aussuchen wird
Und entsprechend werden wir vielleicht noch ein paar Sprünge sehen, vielleicht aber auch nur noch ein, zwei. Ich glaube, er berät das jetzt gerade auch mit seinem Trainer da. Die Frage ist ja jetzt, also ja, wir wissen es ja, haben wir gestern schon bei der Pressekonferenz drüber gesprungen, bei seinen letzten 8 Wettkämpfen, der ist nie weniger als 5,82 Meter gesprungen. Das heißt, er müsste die nächste überspringen und dann noch eine. Die nächste Höhe wäre planmäßig 5,80, dann 5,85. Die Frage ist jetzt bei so einem Event auch, guckt der Athlet tatsächlich nur darauf, was kann ich leisten, was will ich heute oder überlegt er jetzt auch so, naja, ich will auch dem Publikum was bieten, ich mache noch ein paar Sprünge und dann lege ich möglicherweise, ich spinne jetzt mal rum, 6,07 Meter auf neuen amerikanischen Rekord. Definitiv möglich. Also wenn er sich sehr gut fühlt, dann würde ich es auf jeden Fall versuchen. Es gibt ein paar Athleten, die dann noch eine Zwischenhöhe auflegen, heißt, bevor sie dann wirklich die Bestleistung angreifen. Die sich rantasten. Dass sie sich mal rantasten. Mhm. Aber er ist wirklich so routiniert, dass ich sagen würde, wenn er dann hochgeht, dann wird er direkt 6,07 Meter auflegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt wirklich an die 6 Meter ran auflegen wird. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt macht, also ausgemessen wird. Und ich glaube, da kommt eine neue Einblendung, 5,80 Meter. Das heißt, wir bleiben erstmal im Rhythmus. Also das Publikum bekommt noch ein bisschen was geboten, zumindest mal 3 weitere Sprünge. Und da steht er unter der Latte, guckt sich das genau an. Ja, da muss er drüber, 5,80 Meter. Also ich glaube, Publikumsliebling hier in Koblenz ist er schon mal. Definitiv. Sehr sympathischer junger Mann. So, entfernt dann nochmal die ein oder andere Markierung. So, da wird ein bisschen was umgeklebt. Also der Abstand nach vorne verkürzt. Kann sich ja jetzt bis zu 5 Minuten Zeit lassen. Als alleiniger Springer im Bewerb. Gibt Kai die Möglichkeit, gerade Instagram zu checken, weil da ist das Festungsspringen natürlich auch unterwegs. Und Kai, du bist auch da, Travel Athlete 10. Du hast auch immer wahnsinnig viele tolle Trainingseinblicke. Also wer Lust hat von Ihnen zu Hause, kann gerne mal da bei Kai Katzmireks Instagram-Account vorbeischauen. Da sieht man Weitsprünge von deutschen Meisterschaften, 400 Meterläufe zuletzt aus Ratingen mit einem Veranstaltungsrekord. Also da ist man ganz nah dran. Hand aufs Herz, schaust du auch bei Konkurrenz gerade vor WM bei Instagram bei denen nach? Was machen die? Wie läuft es gerade bei denen? Definitiv, man ist immer wirklich interessiert, was die Konkurrenz macht. Wir sind natürlich alle Freunde untereinander und wir wissen natürlich auch um die Stärken und Schwächen der anderen Athleten. Von daher ist es wirklich selbstverständlich, dass man auch mal nachschaut. Okay. Jetzt am Wochenende beispielsweise ist ein Meeting, das Diamond League Meeting in Paris. Und auch der Kevin Mayer hat natürlich im Vorfeld schon ein bisschen trainiert dafür, hat dafür getestet. Man hat natürlich auch geschaut, was hat er denn so getestet? Wie sind denn die Leistungen drauf? Wie ist er drauf? Und ich muss sagen, er ist wirklich super drauf. Jetzt müssen wir aber erstmal den nächsten Sprung. So, und jetzt geht das Publikum hier natürlich voll mit. 5,81 Meter sind es jetzt. Also man hat einen Zentimeter nochmal draufgepackt. Welchen Hintergrund hat das jetzt? 5,80, 5,81? Spielt das eine Rolle? Das kann ich leider auch schwer sagen. Also dieser eine Zentimeter, ich glaube, der wird es jetzt, glaube ich, nicht ausmachen. Nee, nicht im ersten Versuch. Aber er hat Spaß. Das sieht man ihm an. Da war die Höhe auch nicht ganz da, oder? Nein. Bei dem Sprung hat es leider nicht ganz gepasst. Ich glaube, da hat im Absprung leider ein bisschen die Tiefe gefehlt, auch wieder. Da musste er wirklich ganz genau abspringen und ich glaube, er war ein bisschen zu dicht dran. Also geht er nochmal vom Steg runter, schaut sich das mit seinem Trainer an. Wie gesagt, der Steg 47,30 Meter lang, 1,25 Meter breit und rechts und links geht's vorne, da wo er jetzt steht, circa 44 Zentimeter nach unten.
sieht es auch rechts neben ihm, jetzt ist es gerade windstille, das ist auch mal sehr, sehr wichtig, weil man hat wirklich natürlich lange Stäbe und wenn dann wirklich eine starke Böe kommt, dann kann es auch mal passieren, dass der Stab nicht ganz gerade ist, sondern wirklich, dass er schiebt. Und jeder, der schon mit dem Auto gesessen hat und dann wirklich so eine Boje abbekommen hat, der weiß ganz genau, dass er gegenlenken muss. Das ist natürlich dann auch ganz, ganz schwierig für den Athleten immer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und der winkt fleißig mit, also der macht ja wirklich jeden Spaß mit. Sam Kendricks. So, und zählbares Ergebnis. Der Berater ist jedenfalls, dass wir die Latte nochmal 5 cm nach hinten schieben. Nicht nach oben, keine Angst. Also die Latte wird 5 cm weiterhin zur Matte geschoben. Nicht nach oben, keine Angst, sondern nach hinten. Das heißt, er hat den Abstand der Träger verändert. Und da steht er wieder bereit. Die Musik hier auf der Festung wird aufgedreht als Unterstützung für Sam Kendricks. Ja, und das sehen Sie mal. Er freut sich richtig, dass er hier drüber ist und dass er den Zuschauern was bieten kann. Toll. Ja, ganz wichtig. Ich sage ja, Leichtathletik zum Anfassen, viel näher als hier in Koblenz kommt man den Top-Athleten nicht. Das heißt, wenn das hier Fahrt aufnimmt, wenn sich das Festungsspringen behauptet, dass es auch in den nächsten Jahren wieder gibt, ich kann wirklich nur eindringlichst darauf hinweisen, kommen Sie vorbei, wann immer Sie Leichtathletik hier im Rheinland sehen. Es gibt ja auch das Meeting in Neuwied, der LG Rheinwied, wo Deutschlands beste Mehrkämpfer sich immer auf die großen Events der Saison vorbereiten. Auch da Leichtathletik zum Anfassen. Näher kommen die deutschen Topstars oder wie hier die Weltstars eben nicht. Und jetzt bedankt er sich und lässt es bei 5,81 Metern. Bedankt sich beim Kampfrichter. Links übrigens Johannes Nickel, auch ein Mehrkämpfer aus dem Rheinland. Richtig guter Kugelstoßer und Diskuswerfer. Da gibt es die Glückwünsche für Sam Kendricks. Ja, Kai, aus deiner Sicht, das ist ein Ergebnis, mit dem man wunderbar leben kann, oder? Definitiv ein wunderbarer Wettkampf gewesen und hat Riesenspaß gemacht, um zuzuschauen. Auch jetzt, dass er nochmal die Kampfrichter zu sich holt und wirklich nochmal Fotos macht. Also das zeugt einfach, dass er ein super Kerl ist. Ja, ich glaube, ich gehe gleich auch noch dazu. Nein, also ich glaube, das ist so ein Bild, das nimmt man gerne mit, das holt man dann auch in Jahren raus. Wie gesagt, wir gesagt, Johannes Nickel steht dabei. Da erinnert man sich gerne zurück. Simon Fischer da rechts im Bild, der vorne an der Latte war. Also das ist, glaube ich, auch schon für Kampfrichter toll, wenn die hier sonst im Rheinland unterwegs sind, auch bei Rheinland-Pfalz, manchmal immer bei Deutschen, wenn man dann die internationale Spitze zu Gast hat, oder? Das macht natürlich auch riesen Spaß, wenn man einfach so nah an die Stars rankommt, die sind wirklich zum Anfassen, einfach mal ein Bild machen, ein Autogramm bekommen. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig sonst in den großen Stadien. Ja, und er weiß auch, das haben wir gerade gesehen, wie man das Publikum oder auch die Kampfrichter bindet. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, da kann sich die Leichtathletik auch bei solchen Typen bedanken, dass man da wirklich ein gutes Ansehen genießt. Jetzt nochmal einen Blick auf Sam und die anderen jetzt gleich bei der großen Siegerehrung zum Abschluss. So, jetzt gleich zum Abschluss gibt es natürlich die große Siegerehrung mit der Männer. Mit den Männern, so heißt es richtig. Da ist die Ergebnisliste. Sam Kendricks setzt sich durch mit 5,81 vor Sondre Guttormsen aus Norwegen, 5,60 und Melker Svärd Jakobsen, 5,50 Meter der Schwede, Gordon Porsche auf Rang 4 und Kai Katzenrich mit 4,70 Meter auf Rang 5. Daniel Clemens ohne gültigen Versuch. Kai, Hand aufs Herz, hättest du eher mit einem 6. Platz gerechnet? Definitiv. Also ich wünsche mir natürlich immer, dass die Athleten ihre Anfangshöhe schaffen. Das ist natürlich immer bitter, bei der langen Anreise dann wirklich hierher zu kommen und 3 ungültige zu machen. Von daher ist das jedem vergönnt, dass er wirklich seine Anfangshöhe schafft. Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist bitter für Daniel Clemens. Ich habe es schon gesagt, auch er muss sich so ein bisschen zurückkämpfen. War ja verletzt, sah eigentlich zu Beginn des Jahres ganz gut aus. Da hat er eine entzündete Achillessehne gehabt, beziehungsweise das Gleitgewebe war entzündet. Dann hat er ein Trainingslager gemacht in Südafrika, da bist du ja auch öfter. Dann ist er in der Türkei gewesen, war eigentlich richtig fit. Muskelfaserriss zu Saisonbeginn beim Pfingstsportfest in Rehling beim Warm-up. Heißt, dann muss man sich zurückkämpfen, dann ist es nicht immer so ganz einfach. Hat deswegen auch die deutschen Meisterschaften in Berliner Olympiastadion verpasst und jetzt heute hier leider auch keine gültige Höhe anbieten können.
Ja, hier haben wir nochmal die Sponsoren des Tages, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Das Fairhaus, da fand gestern die Pressekonferenz statt. Dort sind auch die Athleten aus Übersee untergebracht, die nicht erst heute angereist sind. Bei der Veranstaltung hier vom Leichtathletikverband Rheinland. Und wie eben gilt bei dem Wettbewerb der Frauen, es gibt gleich noch die Siegerehrung. Also bleiben Sie bei uns, da sind wir dabei. Dann gibt es sicherlich auch noch das ein oder andere Interview. Und danach soll es das dann erst gewesen sein. Also nicht abschalten, dabei bleiben beim Festungsspringen Koblenz. Die Siegerehrung steht noch aus, denn Ehre wie im Ehre gebührt. Sam Kendricks hat sich auch die Zeit genommen, nochmal zu sprechen. Wir sagen auch Danke, indem wir hier bei der Siegerehrung dabei bleiben. Und ich sage erstmal Danke an meinen Co-Kommentator Kai Katzmerik. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, du hast den Zuschauern zu Hause nochmal viele Einblicke näher bringen können, die man sonst vielleicht als Zuschauer an den Fernsehbildschirmen nicht so mitbekommt, auch die Expertise vielleicht nicht hat und du nochmal als Athlet genau beschreiben kannst, wie ist das denn, wie wirkt sich das aus, was muss ich verändern. Besten Dank, Kai. Und wir sagen natürlich, ich glaube, ich spreche da gesammelt für alle Zuschauer, ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Du bist ja noch im Training für Doha. Das ist dann bei den Weltmeisterschaften in Katar. Ja, wieder mit Edelmetall klappt, das wäre, glaube ich, so unser aller Traum. Aber ich glaube, du siehst es ähnlich wie Sam Kendricks. Wenn du am Ende sagen kannst, ich habe ja mein Bestes gegeben, dann ist ganz egal, was rumkommt. Und dann kann man sagen, unser Mann in Doha, der hat es allen gezeigt. Dankeschön, Kai. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön, Kai. Dankeschön und tschüss. So, Sie sehen es zu Hause, hier wird langsam ein bisschen abgebaut. Da gibt es noch Glückwünsche. Ich glaube, da sehen wir links Katharina Bauer. Und dann wird sich gleich wieder eine Kamera in Richtung Siegerehrung in Bewegung setzen, um Ihnen zu Hause die Siegerehrung der Männer zu präsentieren mit dem Sieger Sam Kendricks vor Sondre Guttormsen und dem Norweger bzw. dem Schweden Melker Svärd Jakobsen. Dauert noch einen kleinen Augenblick, haben Sie ein bisschen Geduld zu Hause, laufen Sie nicht weg. Wollen gleich natürlich auch noch den Sieger hören. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht um ein Interview bei Dirk Bartholomew umherkommt. So, jetzt stimmt schon mal die Blickrichtung in Richtung Podium. Da werden die drei Herren gleich geehrt. Kamera ist auch schon auf der Bühne, Sie sehen es zu Hause. Das Festungsspringen in Koblenz 2019 neigt sich also so langsam dem Ende entgegen. Aber nicht ohne hier die Sieger noch gebührend zu feiern, das ist klar.
jetzt auch nicht höre. Wir kommen jetzt jeden Moment zur Siegerehrung. Das heißt, die Herren sollten jeden Moment die Bühne betreten. Und dann geht es wieder rüber zu Dirk Bartholomi. Das ist jetzt der Fall. In die große Siegerehrung beim Festungssprengen. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich die Ehrenden. Und zwar Monika Sauer, die Präsidentin des Sportbundes Rheinland. Florian Monreal, den Vertreter von Lotto Rheinland-Pfalz. Und Stefan Kölsch, den Vizepräsidenten des Leichtathletikverbandes Rheinland. Und wir gratulieren ganz herzlich den Premierensieger hier auf Ehrenbreitstein mit 5,81 Meter aus den USA, Sam Kendricks. Auf dem zweiten Platz mit 5,60 Metern aus Norwegen, Sondre Guttormsson. Und der dritte mit 5,50 Metern aus Schweden, Melka Svärd Jakobsen. Unser herzlicher Glückwunsch an die Gewinner des Festungsspringens. So, Sam, that's your crowd. Thank you so much for coming. Here in Koblenz is my favorite place to start this journey through Europe. Thank you all for coming to watch. We as the performers and the athletes benefit so much from you all being here, and I hope you'll bring more friends and family next year. Thank you so much, Sam Kendricks. Das war die Siegerehrung mit Sam Kendricks und Sie haben es gehört zu Hause. Er hatte mächtig Spaß hier in Koblenz und hofft, dass im nächsten Jahr noch mehr Menschen hier vor Ort dabei sein werden. Also die Vorzeichen stehen gut auf ein Festungsspringen im nächsten Jahr. Und ich glaube, Sie haben es zu Hause wirklich gesehen. Sam Kendricks, der hatte richtig Bock hier in Koblenz zu springen. Der hat das genossen, der hatte seinen Spaß. Und den hatten Sie zu Hause hoffentlich auch. Ich hatte den auf jeden Fall, deswegen sage ich ganz recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen hier beim Festungsspringen. Zunächst bei den Damen, dann jetzt zuletzt bei den Herren. Ich glaube, Sie zu Hause sind auch auf Ihre Kosten gekommen, konnten hier mitfiebern und konnten die Weltspitze ganz nah in Koblenz sehen. Also, Dankeschön, einen schönen Abend und auf ein Wiedersehen bzw. Hören. Vielleicht ja dann auch im nächsten Jahr vor Ort. Bis dahin, das war's vom Festungsspringen 2016 von der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Tschüss.